ich weiß nicht, was ich tun soll. So, sind wir live? Wir sitzen jetzt hier, sende Liebe raus, Stream Special Nummer 3. Wir hatten gerade Lev hier am Start und jetzt sitzen wir hier mit niemand Geringerem als Lance Butters. Wo gucke ich rein? Mich an. Hi. Hi. So. Was geht ab? So awkward machen. So awkward. Wir haben ja Beef. Wir haben Beef, ja. Deswegen eigentlich ganz geil, dass wir hier... Sonst würde ich hier sitzen. Hier. Genau, jetzt hier, eigentlich ganz gut, dass wir hier sitzen, weil jetzt können wir endlich mal darüber sprechen, warum wir Beef haben. Wer sagt denn, dass wir Beef haben? Ach ja, das sagen die immer, wenn wir keine Bilder zusammen machen. Weil wir keine Bilder zusammen machen, keine Songs mehr so lange hatten. Okay, ja. Okay, also warum hast du Beef mit mir? Bruder, ganz ehrlich, ich sag, wie es ist. Mhm. Sag mal, wie es ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Wo soll ich anfangen? Ja. Also, liebe Zuschauer, ich glaube, ich muss den jungen Herren hier nicht vorstellen. Gib mir doch einmal ein. Let's go. So. Ist das meine Kamera? Gibt es eine Kamera, wo ich hier gucken kann? Ja, da guckst du rein. Guck ich jetzt rein. Ja, du guckst auf parallel so rüber. Du guckst schon rein. Gleich, okay. Oh Gott. Ja, was geht? Sorry, Mann. Wieso habe ich gewusst, dass es weird wird mit Ich dir? Musste vorhin dran denken an unser Backspin. Und da war ich auch so. Und auch an dieses Punchline-Quiz. Ja. Das war einfach. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, das Punchline-Quiz. Ich weiß noch, wie am Anfang diese Waffe. Und da musste ich vorhin dran denken, war so, oh, das wird so awkward gleich, wenn wir nur Scheiße labern werden. Safe. Oh. Ja. Also, Lance. Ja. Erstmal so, wir fangen mal damit an. So, ich meine, ich muss dich nicht vorstellen, aber wie haben wir uns kennengelernt? Ist so eine Story, die haben wir vielleicht hier und da mal, haben wir sie erzählt. Ja. Aber so ganz kurz runtergebrochen. Darf ich es erzählen, wie wir uns wirklich... Ich bin gespannt, ob du es noch weißt. Ob du es noch weißt. Das war auf dem Splash 2000. Jetzt sag nichts Falsches. Warte. Ich weiß es selber nicht. 12 muss es sein. Nein. 11 sogar? Ich glaube 11. Warte, wann war ich bei dir? 11. Es war 11. Ja. Es war 11, hundertprozentig 11. Jetzt habe ich es. Lock. Es war safe 11. Safe. Wann war denn VBT? Ja, 10 und 11. Ach so, ja, okay, dann war es safe 2011. Okay, wir haben 2011 auf dem Splash kennengelernt, da war ich Backup von Rockstar. Genau, ja, stimmt. Genau. Stimmt, ja. Und ich weiß noch, Lukas, Shoutouts an Lukas an der Stelle hier. Ah, hier ist meine Kamera. So. Ich war mit Lukas, ich war das ganze Wochenende da auf dem Splash und ich muss ja sagen, ich war einfach auch Fan von deinen Sachen. Ich war Fan von den VWT-Sachen, sag ich. Wer nicht? Oder? Werden nicht? Nein, Quatsch, aber danke. Da gab es noch diesen awkward Moment mit deiner EP. Erinnerst du dich noch, als ich die vorbestellt habe? Die Story habe ich dir erzählt irgendwann. Hä? Da hat sich jemand ausgegeben als du. Was? Ja, natürlich habe ich dir erzählt, dass ich die EP vorbestellt habe und gedacht habe, ich hätte deinen Real-Account bei Facebook entdeckt. Und dann habe ich dir geschrieben irgendwie so, dass ich es feiere. Ja, und war ich nicht so arrogant oder irgendwie so... Ja, du hast gefragt, weil ich habe gesagt, ich habe die mir vorbestellt und du hast gesagt, ja, findest du, dass die eigentlich zu billig ist? Dass die so krass ist? Dass ich so zu billig verkaufe? Und ich war so richtig so, hä? Ich habe dir gerade Props gegeben und du fragst mich. Und ich war so, nee, eigentlich finde ich den Preis ist okay. Also es ist eigentlich sogar relativ viel, glaube ich. Ich weiß es nicht, Digga. Was willst du gerade von mir? Und war so voll verwirrt und dann habe ich dich irgendwann darauf angesprochen und ich war so, was? Du warst so, wir haben nie darüber gesprochen. Nein, haben wir nicht. Ich wusste nur, dass du sie bestellt hast, weil wir es halt gesehen haben im Lager. Ja. Und dann hast du mir gesagt, dass sich jemand einfach als Lens ausgegeben hat. Ja, das machen die immer noch. Also mir hat letztens einer geschrieben. Ja, mir hat letztens einer geschrieben mit, also nicht wirklich, also der war 14, 15 oder so, der hat mich mit sie angesprochen. Hallo, ich habe letztens mit ihrer Tochter gesprochen und wir haben uns voll gut im Chat unterhalten, aber sie hat mir die falsche Handynummer gegeben, ob ich die denn weitergeben könnte. Also ob ich die Nummer von meiner Tochter... Welche Tochter? Ich direkt Panik hatte, ich habe eine Tochter. Ob ich die Nummer geben könnte. Und das ist aber immer, also die Leute zeigen ihr Gesicht nicht, tragen irgendeinen Pulli, den ich irgendwo mal anhatte und sind so, na, ist ja der Beweis, ich habe ja den Pulli an.
ich bin ja Lance. Und Leute schreiben mir dann darauf, ja, du hast dich gar nicht mehr gemeldet. Und ich bin so, das passiert nicht. Maskenprobleme, Bruder. Ey, wenn die Leute einfach wüssten, dass du Cornrows trägst. Ich muss so sagen. Die wie Kendrick Lamar, die hier so rum. Wenn die wüssten eigentlich, ne? Ja, eben. Nee, aber wir haben uns dann auf dem Splash, hat Lukas mir geschrieben, dass der mit dir irgendwo saß, weil ihr kanntet euch durch RBA-Forum. Bruder, RBA-Forum. So. Genau, da habe ich mich mit ihm getroffen. Genau, und ihr habt euch da getroffen und habt dann so da gechillt und dann war Lukas irgendwie, ich war so zu Lukas, ey, wo bist du gerade, ich komme raus und bla, soll ich dir was zu trinken mitbringen? Und dann war so, ja, bring mir eine Cola mit, so, weil ich konnte natürlich aus dem Backstage die Getränke A, schneller kriegen und B, kostenfrei. Und sonst wurde da macht es direkt bei mir so, was? Und dann warst du, und das ist aus heutiger Sicht einfach so witzig. Ja, das ist richtig witzig. Wie du gesagt hast, du hättest gerne ein Desperados. So, ein Desperados und zwar am liebsten mit noch der Limette drin oder so. Ich habe zu dem Zeitpunkt im Café gearbeitet und da konnte man immer so ein Feierabendgetränk nehmen. Da habe ich noch Alkohol getrunken und da war das halt immer die Limette drin. Limette. Da war ich heiß. Und dann habe ich dir da wirklich diese Desperados mit der Limette mitgebracht. Ja, das wusste ich sehr zu schätzen. Und dann haben wir da so, ja, da uns zum ersten Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir viel miteinander gesprochen haben. Nur ein bisschen. Du hast aber immerhin gesagt, dass du es feierst. Ja. Du hast dich nicht ganz, also wärst nicht so... Nein. Überhaupt nicht. Ich war wirklich einfach Fan davon. Ich habe es wirklich einfach straight up gefeiert und fand es voll krass und so. Und dann haben wir einfach nichts mehr zu tun gehabt, so eine Weile dann miteinander. Ja. Und dann bin ich auf Tour. Nee, davor war noch was. Ich wusste, das vergisst du immer. Du erzählst die Geschichte nie richtig. Okay, bitte. Ich war bei Landstreicher, weil die wollten mich also in ihr Booking packen. Und da hast du ja, falls man das erzählen darf... Ja, ich habe genau daneben gewohnt. Okay, ich wollte es erzählen, so in der Straße, okay, er hat direkt daneben gewohnt. Ich habe genau die Tür neben Landstreicher Genau. Und dann war ich mit Ben dort und dann habe ich gesagt, hey, hier wohnt er doch. Und dann habe ich doch geklingelt in deinem 2-Quadratmeter-Ding da. Und dann haben wir kurz Hallo gesagt. Du warst so, hä, was machen, warum seid ihr hier? Das stimmt. Das zweite dann Mal. Haben wir kurz miteinander gequatscht. Genau. Aber dann... Dass ich dann, ich weiß noch, dass wir diese Keine-Sorge-Mama-Tour geplant haben. Das war die erste Solo-Tour, nachdem ich Support gemacht habe, bla bla bla. Ja. Habe ich meine erste Solo-Tour dann geplant, die auch zu dem Zeitpunkt schon gut lief und bla. Und dann war ich so, okay, Support-Act mitnehmen. Und ich weiß, ich habe damals so drüber nachgedacht, ich war so, ey, wen können wir denn Support mitnehmen? Und bis heute ist ja schon so ein bisschen mein Anspruch, immer jemanden mitzunehmen, was ich selber krass finde, einerseits, weil es so ist, so, ey, guck mal, was ihr hier geboten kriegt nach dem Motto. Yeah. Oder wenn es halt kein krasser Name ist, dann zumindest etwas, wo ich sage, so, ey, ich will das gern den Leuten vorstellen, so was es Krasses gibt, was ihr vielleicht einfach noch nicht kennt. Ja. Das ging mir so zum Beispiel mit Blut so, weißt du, dass ich gesagt habe, ey, so, ich feiere den einfach krass, ich hätte den gerne dabei, damit Leute einfach sehen, so, oh, guck mal, den gibt's so nach dem Motto. Und bei dir war das bei mir so, ey, den muss ich nicht zeigen, weil du hattest zu dem Zeitpunkt viel mehr Streams und Klicks und was weiß ich auf dem YouTube, sag, viel mehr. Du hattest ja gerade so mies diese VBT-Bubble so an deiner Seite, sage ich mal. Hast aber da ja schon die Selfish-EP rausgebracht und so. Also ein Jahr später halt, also 12. Genau. Ach so, ja klar, da wir reden ja von der Zeit. Sorry, ich bin noch... Genau, und das war da schon irgendwie, keine Ahnung, ging gut ab und so etwas. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß noch, als ich mich darüber so mit dann Booking unterhalten habe, so mit dem Booker, der ja auch immer noch dein Booker ist, so, Steven. Steven, Bruder, so, ich liebe dich. Der halt so, ich glaube, er war das, da hat es auch so einen Raum geworfen, weil er auch das krass gefeiert hat und so. War so, ey, frag doch Lance an. Und ich war so, nie im Leben sagt der ja, weil warum denn auch? Der ist ja größer gefühlt, so zumindest in der Internetwelt. Ja, safe, auf jeden Fall. Klar. So. Also live gar keinen Namen gemacht, aber ich habe 3 Jams oder so ein Scheiß. Genau. Aber klar, internetmäßig. Und ich finde das krass, weil vor dem Hintergrund so ein Stück weit, wie du heute drauf bist und wie du heute tickst, interessant, weil ich weiß nicht, ob ich dich persönlich angefragt habe oder über dein Management damals. Mein Manager hat damals grob, der hat irgendwie so durch die Blume so ein bisschen geredet. Ja. Und dann hast du aber selber angerufen. Du hast selber angerufen. Da war ich gerade bei meiner Mutter tatsächlich. Ah, okay. Also da habe ich ja schon lange nicht mehr gewohnt, so, aber ich war gerade bei ihr und dann hast du mich angerufen. Das weiß ich auch immer noch sehr zu schätzen, weil ich das einfach immer besser finde, wenn nicht so... Ja, safe.
der Manager von dem hat meinen Manager gefragt und das fand ich so, ja, fand ich cool. Ja. Nee, es ist mir aber auch echt bis heute auch krass wichtig, das so, dass es so irgendwie so safe, direkt irgendwie so auf eine persönliche Ebene geht. Mir ist es ja auch immer wichtig, wenn ich jemanden als Support mitnehme, dass man sich, wenn es nicht so etwas ist wie mit dir, dass wir haben uns vorher ja schon getroffen und bla bla bla. Was ich aber ganz oft mache, ist nicht nur bei Support Acts oder so, sondern auch so, wenn ich einen Soundmann mitnehme oder einen neuen Lichtmann oder whatever, dass ich vorher checke, wie die drauf sind. Ja, ja. Bevor ich jemanden mitnehme, der beispielsweise dann einfach jeden Tag am Ballern ist und dann einfach muss ich so, sitze ich so da und bin so auf Tour, oh Gott, Alter, schon wieder einfach ja, so Druffi neben mir. So nach dem Motto. Weißt du ja, kannst du dir ja vorstellen, man ist zwei, drei Wochen unterwegs. Alter, safe. Also ich hätte auch keinen Bock. Für mich ist das auch ein Kriterium tatsächlich. Genau. So, deswegen ist das für mich auch immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. So, okay. Wo kriegst du Anruf? Oh, nee, ich habe bei eBay Kleinanzeigen gerade eine Nachricht bekommen. Was letzte Preis? Hä? Was letzte Preis? Nee, ist nicht letzte Preis, es geht um eine Uhrzeit. So. Okay, ich einfach. Genau. Und dann war das so, dass ich einfach so auf gut Glück gesagt habe, komm, ich frag den mal, so, obwohl es irgendwie nicht dachte, dass es passiert. Weil ich aber auch dachte zu dem Zeitpunkt, du findest mein Zeug straight up safe scheiße. So, gar nicht mal, weil ich nicht überzeugt bin von mir. Nein, so, sondern weil einfach, man kennt deine Mucke und kennt dich als Typen wirklich, ja, erstmal nur aus diesem VBT heraus. Ja, ja, klar. Und ich war einfach so, das ist dieser Typ, der eh schon eigentlich alles scheiße findet. Und wenn er was gut findet, findet er es nur gut, wenn es auch so der ja, ist. Ja, ja, ja. Und dann war ich so, komm, ich frag den einfach. Und du hast ja direkt ja gesagt. Ja. Du hast überhaupt nicht irgendwie hinher gedacht, bla, ja, du warst so direkt, ja, let's go. Ja. Und deswegen finde ich das witzig. Let's go, habe ich gesagt. Du hast gesagt, let's go. So. Wie so ein Boomer. Richtig Boomer. und das Ding ist, weswegen das aus heutiger Sicht so witzig ist eigentlich, ist, weil du ja jetzt eigentlich kein Künstler in ganz Deutschrap gefühlt ist so Anti-Szene wie du und so Anti neue Leute connecten, kennenlernen, ja, ja, connecten. Du bist ja auch so der, der dann im auf dem Festival spielt und dann so, lass uns von der Bühne direkt ins Hotel. Ja, ich will immer niemanden hier sehen. Immer, immer. Auch wenn der cool sein könnte, nein, ja, lass mich Ruhe. Immer. Also auf die Bühne direkt hin ans Auto, dann ziehe ich mich um, das Verschwitzte, währenddessen rauche ich ein, ziehe das an, Autotür zu, ab. Meistens, wenn es geht, direkt nach Hause oder sonst auf jeden Fall ins Hotel, sofort. Und bestenfalls auch ein anderes Hotel als die. Ja. Also es ist wirklich so. Ich weiß, ja, ich weiß. Ja. Und das ist halt witzig, dass du damals halt so warst und dass es jetzt eben so ist. Straight up einfach die Frage, warum? Wie, warum? Also warum war das da so? Warst du da schon eigentlich so und hast bei mir eine Ausnahme gemacht oder hast du dich wirklich einfach geändert, was das angeht? Also ich glaube, dass ich auf der einen Seite auch wusste, dass wir die paar Minuten, die wir hatten, ich sag jetzt mal, wir hatten so 10, 15 Minuten auf dem Splash und wir hatten so vielleicht 5 bis 10 Minuten bei dir zu Hause in deinem 1 Quadratmeter. Jedes Mal, wenn ich erzähle, wird es noch kleiner, das Zimmer. Da habe ich mir überlegt, als roten Faden von dem Stream. Ich stand da so, ich war so, es war so ein... Kommt doch rein! ich glaube, dass es auch einfach so ein Vibe-Ding war, dass ich war so, ey, das ist irgendwie cool und das ist, ey, das ist so ein bisschen RBA-Romantik, das ist auch so ein bisschen so der Vorschuss durch Lukas. Verstehe. Das ist einfach so, da bin ja, ich schon so dieses, ey, Lukas, ich war ja auch kein Freund von mir damals, aber ich, man, RBA halt so, ne? Blaustern so. Und ich glaube, dadurch war ich offener. Ja. Und was ja danach passiert ist, also vor allem 13, 14, 15 an Kontakten mit anderen Rappern, die waren ja zu 90% enttäuschend für mich. Die waren immer nur Vollidioten, falsche Wichser, sonst irgendwas. Dadurch wurde das halt in Stein gemeißelt. So, ne? Aber damals war es einfach so, ey, ganz ehrlich, ich muss mir einen Namen machen, auch live. Das war von Anfang an wichtig. So, ne? Und ich hatte ja nichts zu verlieren. Also weißt du, ich hatte nie Angst, dass ich jetzt so, ach, das ist doch der von dem. Ich hatte damals keine Angst, weil eben, wie du es sagst, wir waren so konträr, dass ich war so, ich werde niemals der Lance von A zum J sein. Mhm. So, warum sollte ich das? Das läuft nicht Gefahr. Mhm. Ich bin ganz anderer Stil und mir war einfach wichtig so, ich habe den kennengelernt, der war cool und eine Support-Tour. Was sollte ich jetzt? Das war ja nicht eine Sekunde im Gespräch, dass ich auf Solo-Tour gehe. Nach Selfish. Überhaupt nicht. Ich bin ja eh jemand, der grundsätzlich immer erst zum Teil Jahre später kapiert hat, was um ihn selbst
also ob das bei Blau war oder bei Selfie, ich habe es ja nie kapiert. Ich war einfach nur zu Hause, war so, ja, die kaufen das, die finden das toll. Ich habe es nie kapiert. Und darum war einfach so, ey, Support-Tour ist doch jetzt das Logischste zu machen. Und dann mache ich das doch mit einem Typen, wo ich auch weiß, Lukas ist dabei. Mhm. Und wir hatten coole Gespräche. Warum nicht? Mhm. Und danach war ich ja dann ab 2015, war ich ja gar nicht mehr auf dem Level, dass ich jetzt bei Supports mitmache oder sowas. Also wer hätte mir anfragen sollen? Mhm. So. Nenn mir einen. Also zu dem Zeitpunkt weiß ich auch, dass tatsächlich da Ende 2012 gab es auch wirklich wenig Touren, die gleichzeitig waren. Das war noch so eine Zeit, da ist nicht so jeder auf Tour gegangen. Deswegen war das auch eine glückliche Zeit auch so für die Ticketverkäufe damals, so, weil es einfach, es gab nicht viel Konkurrenz. Ja. Aber keine Ahnung, es hätten dich ja schon genug fragen können. So. Ja, damals, 2012, ja, nee, aber das ist doch das Ego. Guck mal, was ich entfacht habe durch Selfish, das habe ich ja zum Teil mitbekommen. Ich habe 2010, 11 ein paar Nachrichten bekommen oder ein paar so Grüße ausrichten lassen von, oder ausrichten, mir wurden die ausgerichtet. Ja. Ich bin, ne, du weißt, meine Sprache. und die verlauten ließen, dass sie mich ganz nice finden. Ja. Und dann kam die Selfish-EP raus und voll viele haben es auf einmal gehatet. Warum? Weil ich das trigger. Ich trigger natürlich mit meiner arroganten Art, sitzen die da und sind so, so ein Wichser, dann finde ich den jetzt auch scheiße. Ja. So, und darum war, das ist ja bis heute so, wie wenig Leute mir, nicht die über meine Platte reden, ob es Angst ist, ob es Blau ist, ob es, ne? Mir selber gibt so gut wie niemand Props. Das stimmt. Verstehe ich aber auch, weil es ist so klar, ich sag seit Jahren, dass ich mit euch nichts zu tun haben will, warum solltest du dir die Blöße geben? Finde ich aber tatsächlich nicht so nachvollziehbar irgendwo. Krass, okay. Weil, also ich check das nicht, warum man das so machen sollte, weil ich kann ja Musik, gute Musik quasi bewerten, ohne dass ich was selber davon habe, blöd gesagt. Ja, ja. Weißt du, zum Beispiel... Aber es läuft ja immer Gefahr, dass ich das screenshotte. Also die Leute denken ja wahrscheinlich, dass ich so ein Typ bin, guck mal, wer mir Props gegeben hat. Aber weiß nicht, also zum Beispiel, da war ich schon echt immer einfach anders drauf. Ich weiß nämlich zum Beispiel, als wir das Blau-Album gemacht haben, so, dass da war eine Zeile oder ein ganzer Song, ich weiß es nicht mehr, aber irgendeine Aussage auf jeden Fall, wo ich so war, na, das könnte auch einfach straight up gegen mich sein. Und dann weiß ich noch, wie du da so saßt und warst so, hä, findest du? Nee, aber das ist ja nicht gegen dich gemeint. Und ich war so, fände ich jetzt aber auch nicht schlimm, wenn es mich irgendwie einschließt. Aber das ist doch so eine Ego-Sache, weil, Mann. Du kennst mich ja, ich sitze ja dann da trotzdem da und habe bei dir zu dem Zeitpunkt auf der Couch gepennt. Ja, aber weißt du, was in meinem Kopf war? Bei dieser Zeile, die auch hätte mich dissen können, doof gesagt, dachte ich mir so, das ist aber Lance. Ja. Das gehört dazu. Ja. Das muss so sein. Ja, safe. Weißt du? Ja, ich verstehe. Also ich kann das ja auch... Abstrahieren irgendwo, ne? Ich als Privatperson kann das ja auch nicht verstehen. Ich bin so, wenn du es dope findest, ist doch nice. Vor allem damals ist ja nichts passiert. Ich hatte ein Interview mit der Selfish-EP und die Leute, also viele, 4, 5 Leute, fanden es auf einmal scheiße und haben öffentlich gegen mich geschossen. Ja. Wo ich so war, so, was habe ich euch getan? Von 3 von euch weiß ich, dass ihr es davor geil fand. Ja. Aber ich glaube, das triggert einfach so. Weißt du, wenn ich vielleicht so klinge wie der Mobber von denen früher... So klang die mich früher gehänselt haben, jetzt ohne Unterstellung oder so. Ich kann schon verstehen, dass das vielleicht triggert. So. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Mann. Also es ist für mich super schwer, meine Karriere, allein dass ich Karriere, ich habe keine Ahnung. So. Ich sitze einfach da. Eine. Ja, aber ich habe keine Ahnung davon, Alter. Ich sitze zu Hause, ich mache Mucke und auf einmal geht die Selfish-EP steil und du sagst, ja, es hätten schon Leute anfragen können für Support und ich bin so... Warum sollten die das machen? Das so, ja, weil du ja damals wissen das. Habe ich? Keine Ahnung. Ich wusste einfach von sehr vielen aber auch aus der Szene, die es halt krass gefeiert haben. Die ist dir aber nicht selber gesagt. Ja, natürlich. Ich krieg das halt immer wieder so. Ich habe das letztens, ich war bei Dizzy. Ja. Und dann hat er was zu der Angstplatte gesagt. Ja. Und ich war so, ah cool, danke, freut mich voll. Und dann sagt er so, als ob du das jetzt zum ersten Mal hörst. Sag ich so, von einem anderen Rapper. Ich meine, mit Dizzy, ne, wir sind sehr gut befreundet so. Aber die, niemand kam, also müssen sie auch nicht, müssen sie nicht falsch verstehen. Ja, aber das ist echt absurd, weil aber es ist halt, auch viel diese Geschichte. Du hast das auch, du hast gesagt, durch diese Producer-Sache, dass viele Leute dir Props gegeben haben für deine Arbeit und auch meine Arbeit. Auch. Halt auch. Zero. Und das müssen sie nicht, also bitte jetzt nicht als Aufruf oder als Mimimi, alles cool, aber ich kenne das nicht. Ja, aber ich check, was du meinst, weil es ist bei mir auch tatsächlich relativ wenig so und ich bekomme das dann über Ecken mit, ey, der hat gesagt, der findet das voll krass. Genau. Und denke ich mir auch immer so, also, was hindert dich denn daran, dann so blöd gesagt, das zu posten? Ego, einfach Ego. Ist einfach Ego.
Aber scheiß mal drauf. Genau, du warst dann Support bei mir. Ja. Und ich weiß noch, wie wir, die erste Stadt war Bielefeld. Werde ich nicht vergessen. Unser katastrophaler Auftritt. Der einzige HD. Oh mein Gott. Der einzige HD-Aufnahme. Die einzige HD-Aufnahme, die auf YouTube von unserer Keine Sorge Mama-Tour gelandet ist, ist, wie wir mies in Bielefeld verkacken. Ja. Und wir machen weiter. Alter, das war so witzig. Lance hat, wir haben einen Song gemacht, Get the Fuck Up. Dazu gibt es auch eine lustige Story, wie ich den ersten Mix geschickt habe. Hast du den noch? Nein, habe ich leider nicht mehr. Ey, ich schwöre, ich habe den noch. Du hast den noch? 100 Pro habe ich den noch. Ich habe den 100 Pro. Wenn ich das gewusst hätte. In diesem Special Stream, den wir machen, wo wir noch die ganzen alten Sachen zeigen. Ja, ich besorge den. Ich habe den safe, habe ich den noch. Safe. Ich weiß nämlich, okay, ganz kurz dazu. Ja. Lance war damals safe, so richtig krass, so ey, ich will meinen Mix ungern aus der Hand geben, bla bla bla. Und ich war so, ja, es wäre schon unpraktisch, wenn einer den Part und der andere den Part mischt. Ich weil ich ja keinen Plan vom Mixen habe. Ich habe ja nur Rappers in Tutorial gemixt und war so, ich bin Ingenieur von mir selbst. Ja. Und da hast du mir deinen Part geschickt und ich war so, ja, komm, vertrau mir mal. Und da war es so, oh, okay, ich vertraue dir. Und dann schicke ich, ich weiß noch, ich sitze da mit Lev. Lev hat das auch aufgenommen, das Telefonat. Ich habe den abgemischt. Ja, ich weiß nicht, ob er das noch hat, dieses aufgenommene Telefonat, aber ich sitze da und ich war so, boah, Lev, lass mal da ein was richtig Lustiges einbauen. Dann habe ich so einen Satz von dir einfach so rückwärts gemacht. In dem anderen Satz habe ich einfach Autotune mittendrin eingebaut. Ja. Bei der nächsten Zeile, die war einfach runtergepitcht und dann plötzlich ganz kurz so hochgepitcht, so zwei Worte. So komplett weird. Der Beat wurde auch immer schneller. Der wurde immer schneller. Und so war es auch, aber nur so ein bisschen schneller die ganze Zeit. So, dass du dich so fragst, so, hä, ist das richtig gerade? Und dann habe ich dir das geschickt. Oh, shit, ey. Und dann habe ich es dir geschickt und kam so nicht direkt Feedback. Und dann bla, okay, dann war ich so, okay, er sagt nichts dazu. Und dann war ich so, komm, ich rufe ihn mal an. Dann war ich so, yo, Lance, es geht. So, ja, ey, hast du den Part gehört? Hast du den Song gehört? Ja, klingt nice, so dein Part klingt auf jeden Fall sehr gut und bla, die Hook auch und so. Aber wir kannten uns halt damals nicht so gut, dass du halt nicht direkt gesagt hast, sag mal, bist du dumm? Ja, das ist halt Respekt, Mann, das ist halt trotzdem so. Und dann warst du so, ja, aber bist du sicher, dass bei meinem Part irgendwie so geil ist? Weil, und ich hab die ganze Zeit, ich war so... Und so, ey, das ist so peinlich im Nachhinein für mich, weil ich bin halt innerlich so dieses, will der mich verarschen? Ich sag gleich diese verfickte Scheiß-Tour ab, Alter. Und bin so, weil man halt so Respekt, auch so dankbar, dass man mitgenommen wird und so. Und dann so, bist du dir sicher, dass das alles, weil so, weiß nicht, bei der Einzeile, die Klammer so komisch, so robotermäßig, das ist die Autotune-Stelle gewesen. Ja. Dann war das einmal auch so an so einer Stelle runtergepitcht, wo ich das einfach nicht so geil war, fand. Und Digga, die eine Stelle war auch rückwärts und dann habe ich mies losgelacht. Und dann konnte ich nicht mehr. Und ich war so, ja, natürlich, Digga, das ist doch nicht mein Ernst, was? Und dann habe ich das Richtige geschickt. Alter, ja, Mann. Und dann haben wir Get the Fuck Up in Bielefeld live gespielt zum ersten Mal zusammen. Ja. Und du hast einfach nach so 6 Zeilen deinen Text vergessen? Nein, nach 8. Kamen die nächsten 8 und dann habe ich aber nicht die nächste 4er-Block, sondern den letzten. Hintersten und habe das währenddessen gemerkt und dachte mir, easy, ich weiß es ja jetzt, ich wiederhole diese 4 Zeilen, die letzten Zeilen, die ich mittendrin gemacht habe, einfach nochmal und dann passt das perfekt. Aber Alan war so, Bro, I got this. Und fällt mir ins Wort, während ich das, ich bin so dieses, ey, noch die letzte Zeile, dann wiederhole ich das einfach nochmal, das kapiert doch eh keiner. Und hole Luft und will das sagen und Alan ist so, was ist, wir freestylen und sagt, und wir machen weiter. Und das Ding ist, wir müssen es sagen, die Leute werden es. Das war eine Tour mit 17 Gigs, glaube ich. Ja. 17, 18 Gigs. Der einzige Gig, nicht nur der einzige Gig, der einzige Track, der in HD auf YouTube hochgeladen wurde, in Bielefeld, in HD. Ansonsten nur so übelst übersteuerte Handy-Videos und so. Das ist HD auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Doch, gibt's. Geht auf YouTube. Geht auf YouTube. So YouTube, Bielefeld. Jens Butters, Bielefeld und dann diese hier. Man hört, und wir machen weiter. Du, 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 du. Bist du die Show nicht perfekt? Geb ich dir mit Adam on the left und ein Bumscheck. Zu, akzeptiert immer mich. Zu sagen, ich interessiere mich nicht. Ist, wie es ist, es geht weiter auf ewig. Wohin mit der
noch so zu informiert über mich. Es geht weiter auf ewig, wohin mit der Knete? Luxusprobleme. Ja, weil ich halt in dem Moment auch so war, okay, scheinbar freestylt er jetzt. Dann muss ich diese vier Zeilen nicht wiederholen. I got this. Wait. Alter, das Krasse, das nächste ist auch, die anderen 16 Gigs, kein Texthänger bei diesem Track. Es gibt. Ja, aber natürlich, weil man danach war so. Ja, ich muss das lernen. Es ist so dumm gewesen. Ey, das war auf jeden Fall herrlich. Ja. Ich hatte im Übrigen nochmal so einen Moment mit Kimo, tatsächlich, als er in Stuttgart, da warst du ja auch. Da war ich dabei. Da hat er doch nach zwei Zeilen oder so seinen Text verkackt. Einfach alles. Und ich war dann auch so, okay, ich habe gelernt aus der Sache mit Lance vor 7 Jahren oder so. Wir machen wieder weiter. Freestyle. Ja. Ich werde einfach Backups weiterhin machen und versuchen, seinen Text so gut weiter zu rappen, damit er wieder reinkommt. Aber er ist nicht reingekommen. Nein, er ist überhaupt nicht reingekommen. Und ich habe einfach gerappt. Und ich merke so, Bruder, er kann seinen Text straight up. So witzig, weil dieser. Was war das für ein Club in Universum heißt er, glaube ich. Ja, so, ich meine, relativ niedrig. Ja. Und Kimo ist ja 13 Meter. Mhm. Und der kommt auf 25 Meter. Ja, also er kommt auf diese Bühne und der füllt diese Bühne halt. Also der kommt und dieser Effekt damals, ich habe ja so irgendwie von schräg reingeguckt, der Effekt ist halt krass, wenn er halt auf die Bühne kommt, so eine niedrige Decke. Ey, wenn es zwei Zeilen waren, maximal. Ja. Und dann steht dieser Bühne. Einfach lost. Oh, was ist so groß? Ich dachte erst so, krass, das Mikrofon ist aber leise im Gegensatz zu Alan. Man versteht ihn gar nicht. Und dann war so, man versteht ihn nicht, weil er nichts hat. Aber Shoutout zu Kimo an der Stelle. Was war für die Donation gerade? Sekunde. Donations muss man doch eigentlich immer vorlesen. Bruder, wenn Donation während meinem Ding, kriege ich das dann? Einfach mal die besten zwei Deutschrapper in einem Stream lit. Dankeschön, vielen lieben Dank für die Donation. Kriege ich das Geld? Wie viel war das? Das kriegst du, ja. Wie viel war das? 5 Euro. 5 Euro? Ja. Nice. Sehr gut. Genau, und also das war bei dir auf jeden Fall so dieses Misstrauen natürlich einfach krass da. Ich weiß auch, dass wir in Bielefeld dann vor der Show, während aufgebaut wurde, hatten wir so einen Ultra-Deep-Talk auf einmal. Ja? Weiß ich. Ja, Dicker. Das war direkt so, wir haben so direkt über unsere Familien gesprochen und sowas. Ah, okay, ja. Das war so ja. richtig deep auf einmal. Ja. So out of nowhere. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, als wir dieses Gespräch hatten, krass. Weil für mich warst du einfach der Dude aus dem VBT, der die ganze Zeit nur geile Ansagen, ich bin der Geilste, ja. so. Ja. Und fand ich auch cool, fand ich dope. Aber natürlich weißt du nicht oder denkst nicht darüber nach, dass da auch ein Mensch hintersteckt. Selbst wenn du als Musiker selber weißt, dass es safe, klar. Aber für mich war das so einfach krass dann zu hören, so wie, was da noch so für ein Mensch dahinter steckt und bla. Und das war auch so das erste Mal, dass ich so richtig realisiert habe, so für mich so, ach krass, es gibt halt Lance und Lance. Ja, so ja genau. Motto, ja. Weißt du? Und Landcheck. Und Landcheck, genau, der echte Name. Und war da so echt so, okay, krass. Und das war für mich tatsächlich da der Anfang schon für Angst. Ja? Also nicht, dass ich jemals natürlich daran gedacht hätte, dass ich, ne, dass wir das da mache ich Geld draus. Fangen wir nochmal von deinem Vater. Erzähl es nochmal. Nein, aber das war für mich zumindest so der Punkt, wo ich gesagt habe, ach, krass, da ist noch so viel Interessantes dahinter und bla bla bla. Aber egal, das ist eine andere Sache. Und was ich witzig fand, oder was ich krass fand, du hast dann ja irgendwann, während ich diese, ne, wir haben ja damals beide gesigned bei Major, du damals bei Four, ich bei Universal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir am selben Tag gesigned haben. Wir haben oder sowas. Fast, also nicht am selben Tag, aber wir so haben safe. Eine Woche oder. Maximal 2 Wochen Unterschied, so plus genau. minus. Ja, ja. Und du warst in Berlin ja. und wir haben da so darauf angestoßen, mehr oder weniger. Ja, also, halt, wir waren bei Jens. Genau. Shoutouts an Jens, Alter. Danke für den Fernseher. Er hat mir keinen Fernseher gekauft, er hat mich beraten. und fürs Headset hat er mich auch beraten, hat er mir nicht geschenkt. Jedenfalls waren wir dort in der WG von ihm. Warte. Was jetzt? Wer will Beef? Wenn
Lance was bekommt, gibt's nochmal, gönnt euch sein Merch, geile Quali. Danke, danke, ja, schön. LanceWaters.de/irgendwas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war ich bei Jens und dann hieß es, dass du eben gerade beim Unterzeichnen irgendwo warst. Ja. Und dann bist du gekommen. Beim Signing-Essen war ich da gerade? Irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Nein, du warst nicht beim Signing-Essen. Oder du warst, nee, ich habe gerade unterschrieben. Genau, irgendwie so. Und dann kamst du zu Jens in die Dreier-WG, ja, in das Zimmer mit einer Flasche. Eine Flasche Moët. Moët heißt das. Moët. Moët? Ja. Okay. Entschuldigung. Gut, trinke ich nicht. Okay. Stupid ass. Sorry. Genau. Boah, nee, nee, nee. Das war so geil, ja. Ja. Ja, und dann hast du mit Moët, wenn man da jetzt so zurückdenkt, warte, Dizzy heißt er? Ja, Dizzy. Retrospektiv gesehen, er regt sich, glaube ich, da mal auf, wenn man das Wort sagt. Oder ist das so? Dizzy sagt über Retrospektiv. Da war das Wort schon wieder. Das ist oft benutzt. Also retrospektiv betrachtet, war es retrospektiv gesehen, retrospektiv so lustig, dass du und ich, wir da sitzen und auf sowas anstoßen und so 3 Jahre später so manisch-depressiv so. Ein paar Jahre später, play this record. ja, aber genau, wir haben dann darauf angestoßen und dann, warte mal. Was wollte ich eigentlich sagen? Wartest du da? Genau, hier. Da, bitte. Und dann waren wir beide bei Major gesigned, blablabla. Bei mir ist gelaufen nicht so gut, sage ich mal. Bei dir lief die erste EP, die Future Shit EP, glaube ich, gut. Ich verstehe es nicht, aber ich verstehe eigentlich. Aber sie lief gut. Die lief voll gut. Ja. Nur, dass mein Label, ja, mich falsch beraten hat. Also, ja, ein weiteres Mal, aber damals war es das erste oder zweite Mal, glaube ich. Und zwar, ich weiß nicht mal mehr, wie viele Tracks diese EP hatte. 5, 6, 7 oder 6? Ich glaube, Selfish hatte 6 und Future Shit hatte 7, glaube ich. Mhm. Und deswegen, mir hat keiner gesagt, Bro, um in die Single-Charts zu gehen, mhm, preislich ist das ja, ein Album kostet mehr als eine EP. Mhm. Ich hatte 7 Tracks und war damit, glaube ich, einen Track zu viel und wurde mit einem EP-Umsatz, also was kostet die EP? Ja, 8 Euro oder so. Für Alben gezählt. Für Alben und bin trotzdem irgendwie auf Platz 36 oder 38 mhm gechartet, was voll gut war, weil... Wenn man bedenkt, dass es eigentlich kaum Umsatz generiert hat. Erstens, weil ein Album mehr bringt und ja, Deluxe-Boxen ja schon Deluxe Thema waren, ja, war das... Also ich weiß aber nicht, wie viel ich verkauft habe, ja, so das, keine Ahnung. Ja, aber die EP lief gut, mein Album lief nicht so, mein Album ist fast genau da gechartet und ich hatte Deluxe-Boxen. Mit einem Tonbeutel drin. Geil, Alter. Let's go. Let's go. Oh, hier, warte. Hip-Hop. What's the name of your clothing line? We don't know. So, und dann sind wir, dann bist du ja, weil ich habe parallel dieses Mixtape gemacht damals, ja, neben dieser Nix mehr egal Sache. Stimmt, ja. Und du hast Sachen ja, dir habe ich dir Sachen gezeigt. Genau. Das ganze Mixtape, glaube ich, haben wir ja zusammengehört, ja, oder whatever. Ja. Und du hast es irgendwie, du hast es schon gefeiert. Wir sind 2014 jetzt. Wir sind jetzt 2014. Du hast es schon so gefeiert und fandest es dope und bla und du mochtest auf jeden Fall den aggressiveren Alan ein bisschen mehr. So. Ja. Und warst aber auch gleichzeitig so, ey, wir hatten das gemischt. Ja. Und ich war so, ich? Also das ist ja jetzt auch nicht krass gemischt, so, ja, so bla. Aber du warst so, Bruder, hast du Bock, mein Album zu mischen? Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, ja. Und ich war so, Bruder, weiß nicht, Digga, du machst so ein Major-Album, bla, voll groß, dies, das. Keine Ahnung, ich kann das doch gar nicht. Ja. Und dann warst du so, ey Mann, ich finde, das klingt so geil, kannst du mein Album mischen? Und ich war so, Digga, ich kann es versuchen. Ja. Und dann haben wir das Blau-Album komplett zusammen aufgenommen damals bei mir. Ja, das war ja noch dazu, also nicht nur, du sollst nicht nur mischen, ja, sondern du warst zu dem Zeitpunkt ja trotzdem auch der Einzige, nochmal, ich war ein T-Bone SC480 oder so, ja, also so 50 Euro bei Thomann. Ja. Damit habe ich Selfish und Future Shit aufgenommen. Ja. Und ich war damals so, das muss besser werden. Ich werde mir das aber nicht kaufen. So, ja. Wer bin ich denn, Alter? Ja. So. Und ich wusste, bei dir kann ich recorden. Ja. So, ich habe das ja früher alles ganz alleine gemacht. Mhm. So, also vor jemanden aufzunehmen, Digga, das war für mich damals so, was, Alter? Und darum war ich so, ey, kannst du es mischen und können wir es hier aufnehmen? Ja. In deinem Zimmer tatsächlich. Ja. Ja.
Und ich fand es, das war Raum 1. Ich fand es auf jeden Fall sehr nice, wie du damals immer aufgenommen hast und dir dafür Schuhe angezogen hast. Ey, das ist so krass. Ich wollte es gerade eben so, weil ich ach scheiße, das muss ich jetzt nicht erzählen. Ja. Ich hab, also immer, wenn ich aufgenommen habe, musste ich Schuhe, ich konnte an Boxershorts stehen, auch wenn ich zu Hause alleine so. Schuhe muss ich anziehen. Yeah. Und ich habe immer gesagt, fürs Feeling. Fürs der Sneaker King, der Sneaker King, der ich ja bin. Hier mit meinen Vans, die ultra limitiert. Ich musste immer mit Schuhen auf jeden Fall. Gab es Donation nochmal Geld? Es Geld, gab Bruder? Noch Geld? Gab's Geld? Geld? Ja, und genau, da habe ich mit Schuhen, genau. Und wir haben das dann aufgenommen und wir haben, es war ja nicht nur so, dass du einfach aufgenommen hast, ich habe das dann gemischt und wir haben ja auch echt viel über die Songs gesprochen, genau. Tracklisting zusammen. Ich weiß noch wortwörtlich, ich weiß noch eine Sache. Hm. Bevor ich aufgenommen habe, während dem Schreibprozess habe ich mit dir definiert, habe dir so ein paar Skizzen geschickt und deine Worte am Telefon, Bruder, du kannst machen, was du willst. Du redest so in meinem Kopf. Bruder, du kannst machen, was du willst. Wenn ihr das Ding so raushaut, fahrt ihr das gegen die Wand. Habe ich das so gesagt? Ja, weil es halt heftig Demo war. Ich saß halt zu Hause, habe das selber abgemischt, habe so grobe Skizzen gemacht. Halt immer so, ich mache keine Skizzen. Wow. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wenn das jetzt für irgendjemand so rüberkommt, das ist gar nicht unhöflich. Ich fand das null unhöflich, ich fand das voll gut, weil das mir einfach so voll so, okay, Digi. Scheinbar, weil ich kenne das halt nicht. Wir haben Selfish EP einfach so gemacht. Und jetzt ist so das erste Album. Und ich war so, hey, ich mache halt so wie immer. Und er war so, nee, Digi, auf einem Album, du musst halt die Leute so ein bisschen anders Arrangement, bisschen so und so. Ja. Ohne inhaltlich oder so ein Scheiß. Aber es war einfach so, hey, die Beats, das waren pure Loops. Ja. Das hat auf Selfish super gut funktioniert. Auf Future Shit auch gut. Aber beim Album ist so, Alter, wenn das halt 40, 50 Minuten gehen soll, ey, da muss irgendwas passieren. Genau, und das, also ich meinte, das sollte gar nicht so, okay. Was denkt der, wie der mit mir redet? Das war echt so, krass, okay, noch gar nicht dran gedacht. Mhm. So, und dann haben wir aufgenommen. Dann haben wir aufgenommen und ich weiß auch, auf jeden Fall, das war schon so, für mich so das erste Mal, dass ich ja so etwas gemacht habe, ne? So diese, so ein bisschen Executive Producer. Ja, alle, safe, so, ne? Auf jeden Fall, ja. So, das war das allererste Mal, vor allem für ein ganzes Album so, weißt du? Und ich war schon, ich habe das mies ernst genommen damals, mies ernst genommen und war so richtig, okay, dann will ich das aber auch so gut machen, wie ich nur kann. Ich will da wirklich, und ich habe auch wirklich sehr viel Arbeit, Liebe zum Detail und bla reingesteckt, was mir echt krass ernst und sehr wichtig war, irgendwie so. Ja. Wir haben da ja auch echt noch so einen Nimm weißer Rauch irgendwie, den wir dann so voll noch umstrukturiert haben und bla bla bla. Da war schon echt sehr viel dann so Arbeit und Liebe zum Detail da auf jeden Fall drinne. Und wir haben ja auch echt sehr viel miteinander dann auch so einfach Abgang und Zeit verbracht und bla, haben diese Idee gemeinsam gehabt für diese Fake-Doku. Alter. Legendär. Die Fake-Doku bis heute, da kann mir jemand, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, die ist legendär. Ja, die ist wirklich. Fuck that. Ich habe die neulich wieder gesehen. Die ist zu geil. Ich habe die nicht neulich, aber vor einem Jahr oder so. Ja. Ich kann die halt immer, also wenn ich die jemandem zeige, ich habe die irgendwann gezeigt, ich glaube Phil. Ja. So. Und wirklich, ich sitze da dran und er kennt mich. Und er weiß, aber ich kann das nicht angucken. Ich will so die ganze Zeit, was jetzt gleich kommt, das ist nicht ernst gemeint. Ja, das ist, bitte. Also, wir hatten halt, wie lange hatten wir? Nur mit meiner Gang zieh ich durch die Nacht. Das war so peinlich. Aber wir hatten halt für den ganzen Dreh dieser Doku, wenn es hochkommt, 30 Minuten oder so. 30, 40 Minuten. Wir durften in dieses Studio. War noch länger. Nein, Digga, wir durften in dieses, ich weiß nicht mal, wo das war, irgendwo in Berlin. Irgendwo Mitte oder so. Wir durften da keine ganze Stunde rein. Ich glaube, wir waren eine halbe, dreiviertel Stunde da drin. Wir mussten rein, tak, 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 raus. Und darum sitze ich heute noch da und denke mir, was wir für einen Scheiß gelabert haben. Und davon gibt es keine 10 Takes oder sowas. Ich weiß diesen Ausschnitt, wo ich sage, so, ja, das war, konnte ich mir irgendwann nicht mehr in den Spiegel gucken und so. Das war one take, das war einfach ran, bla, bla, bla. Das muss so kernig. Hä? Das muss so kernig gehen. Ja, das alles, das war einfach nur so, Kamera und los, weil wir hatten kannst du das auch mit Moll spielen? Bis heute nicht. Bis heute weiß ich das nicht. Was. Ich auch nicht. So. Ey, das war so, oh Gott. Ey, das war auf jeden Fall legendary. Und das war auf jeden Fall so ein Ding, das hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber was für mich vor allem dieses blaue Album auch war, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das ja so, ich habe nach diesem Nix mehr egal Album, was eben nicht so geil lief, und vor allem nach dieser Tour, die katastrophal lief, die Nix mehr egal Tour. Lief die nicht gut? Nein.
Ich weiß, Bruder, ich weiß, ich weiß. So viele Tickets verkauft auf der ganzen Tour wie dann auf einer Show. Nein, aber nee, es war wirklich, diese Nichts mehr egal Tour lief so katastrophal, da war ich ja schon so egomäßig schon mies am Boden, so muss damals, ich sagen, ja. Ja, auf jeden. Und dieses, dass du mich da gefragt hast, ob ich das Blau-Album abmische und so, ne, mit dir fertig mache und aufnehme und bla, das hat mir schon so sehr viel Mut gegeben und auch so sehr viel so quasi Bestätigung gegeben dafür, dass das, was ich mache, doch einen Wert hat, doof gesagt, ja. Weißt du? Ja. Und das muss man auch einfach vorsagen, die haben da auch echt vertraut so, ja, und ja. Haben dann auch echt, auch als sie die ersten Sachen gehört haben und da, als wir da im Studio saßen, waren die auch so voll so, ach krass, das hast du gemacht, weiß das so. Noch, ich weiß das noch. Da waren, wie viele waren da von den Hi-Yo-Pies, 3 Stück oder so, ja, waren genau, da. Das war schon so, und ich, stimmt, Ding war auch da, Verlag. Ja. Ne? Verlag und genau. 2 vom Label, genau. Glaube ich. Ja. Und ich weiß, dass die so richtig, also klar, die waren so, alter, Lyricist Lance hat wieder, nein, Quatsch, also die waren einfach von deiner Arbeit so richtig so, ach, das machst du. So, ja. Das, die haben halt den Nährwert ja, sofort. So, die haben so erstmal gedacht, so, was macht der jetzt mit dem, weil der hat doch gar keine Erfahrung. Dann waren die so, ach krass, das ist deine Aufgabe, das ist ja echt krass, bla bla bla. Aber was hat dir damals quasi, also war es nur, weil du diese Mixtape-Sachen cool fandest? Also warum hast du daran geglaubt? Also ich fand das dope, was ich gehört habe. Und das muss man halt einfach sagen, das ist bei meiner eigenen Karriere, das ist bei deiner Karriere so, ich sehe halt, was ich sehe. Und für mich hat das nichts zu bedeuten gehabt. Das war so, ja, nichts mehr egal, der ist da so ein bisschen abgeschnitten. Ich kann dir das heute sagen, du sagst ja immer so, oh, ich war da so am Boden. Ich sag dir, es ist ein Mix aus, ich habe es nicht mitbekommen und es war mir scheißegal. Nicht scheißegal, wie es dir geht, aber es war einfach so, wir hängen ab. Wir haben es lustig, du bist kreativ, du bist ein Mehrwert für mein Projekt. Also, ne, du weißt, ich bin kein stumpfer Typ, der nicht weit denkt. So. Ja. Aber in der Sicht war es einfach so, 1+1=2. Ja. Ist mir kackegal, ob die Szene gerade auf dich runterguckt, bla bla bla. Das war einfach nur so, ey, das ist dope. Ich fand wirklich, die Mische war nice damals. Mhm. So. Ich fand es einfach geil. So. Und ich wusste, ich könnte zu Leuten gehen, die besser mischen können. Mhm. Hundertprozentig, könnte ich auch heute. Klar. Aber der Vibe, das ist, ich muss mit Leuten arbeiten, wo ich einfach weiß, ich fühle mich wohl hier. Ob das Aufnehmen ist, ob das... Was ja aber von Anfang an so war. Das war jetzt nicht durch die Negativerfahrung, von denen du gesprochen hast, dann plötzlich so. Das war ja immer so. Nein, das war immer so. Und darum war es mir egal, ob du jetzt durch die Decke gegangen bist oder nicht. So. Mhm. Und auch diese ganze, auch das, was du davor so hattest. Du hattest ja, ich weiß nicht, ob wir da noch zu sprechen kommen, so, aber du hattest ja so diese Höhenflug-Ding. Da waren wir in den Streams davor. Ja, das weiß ich. Da habt ihr drüber geredet. Ja, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, zu mir... Ich habe das nie mitbekommen. Ich weiß, nach außen, so deine Hendrix-Phase und so, natürlich ein Typ wie ich, der da sitzt, ich sitze da zu Hause und ich sehe das, natürlich ist das nicht mein Grind. Yeah. Brauchen wir nicht drüber reden. So. Yeah. Das Auge in Auge so, so, yeah. So dieses Face-to-Face hier sitzen, auf Tour sein. Yeah. Bei Jens im Zimmer mit Moe. Hm. Ich habe das, nicht weil ich blind war oder dumm, du weißt, ich bin, was das angeht, was so Menschenkenntnis angeht und so, erstens verurteile ich sehr schnell so, yeah. Aber ich deute auch sehr viel, also ich sehe auch so, ich lese gut. Ich habe das nie so wahrgenommen, nie. Ich habe es nur nach außen war es so dieses, ah, Digi. Aber so, was wir hatten, also immer wenn ich mit dir Kontakt, auch auf der Tour, ich habe das nie so mitgekriegt. Mhm. So, und das muss man halt einfach sagen. Und dann war es mir damals, 2014 und 15, scheißegal, Alter. Das war einfach, du hast mir dieses Mixtape gezeigt und ich war so, das ist dope, mhm. Punkt. Ist doch egal, das ist schon dope, aber nichts mehr egal war ja jetzt, das ist ja geflogen, ist doch mir kackegal. Und das ist halt etwas, was natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sehr viele gefühlt so waren bei mir, so dieses, ja, es ist zwar cool, dann auch so die Minus-EP, das ist cool, aber ist ja egal. Ja, das, für einen Typ wie mich, nochmal, alles, was ich mache, ist einfach so, ich bin halt der Typ, der ich bin. Ja. Und dann bin ich so, ich höre das, ich finde es dope. Ist doch egal, was der gemacht hat. Ich habe früher in die Hosen gekackt, als ich ein kleines Kind war. Mach ich halt auch nicht mehr. Willst jetzt nicht mich einladen? Ja, der hat doch früher in die Hosen gekackt. Auf meiner Couch kann der hier nicht sitzen. Das so. Aber das muss ich sagen, das schätze ich auch bis heute einfach extrem an dir, dass du da einfach echt so straight up komplett ehrlich einfach immer bist. Ja, ich habe ein anderes Wert. Also ich will mich jetzt nicht selber loben, so, aber was das angeht, ist einfach, ich habe ein anderes Wertegefühl. Ich bin einfach so, ja. Was ist denn jetzt für mich, für uns, für dieses Miteinander in einem Raum sein, zusammen an etwas arbeiten? Was ist denn da jetzt gerade wichtig, dass der 50.000 Platten verkauft hat. Ja. Ich kenne Leute, die 50.000 Platten verkauft haben. Mies die Vollidioten. Ist so. Nichtsdestotrotz, also das war schon für mich, das hat mir sehr viel so
Kraft gegeben, die Zeit, muss ich sagen. Und sehr viel Positivität so. Und, ja. Ne, also sehr freut viel. Mich voll. Ich hab, das hast du damals schon gesagt. Ich war einfach so, okay, scheinbar. Das hat mir mies viel Mut gegeben, auch für die Minus-EP. Ja. Ich meine, ich habe diese Minus-EP so ambitioniert gemacht, wie als würde es um was gehen. Wusste gleichzeitig, so war im Kopf so, das wird nicht viele jucken so. Mhm. Aber ich hatte so viel gute Energie dafür, weil ich einfach so war, so, weil du ja auch echt immer so krass auch so, ne, ich hab's auch vorhin gesagt, Lev ist einer der wenigen, der mich immer so, egal wie es lief, egal was, immer supportet, immer, Mann, krass, 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 bla bla bla, immer dahinter stehen und so. Du ja auch immer da, so, weißt du, bei Minus, so, ich weiß noch, als du das, die Minus-EP zum ersten Mal gehört hast, so, und auch so, als du, was du zum Montag beispielsweise gesagt ja, hast und bla, weißt du. Das war, ja, das war so voll krass so irgendwie, das hat mir voll viel bedeutet irgendwie. Auch zum Beispiel, ich habe ja zu der Zeit auch Credibil kennengelernt, so, weißt ja. du. Übrigens, liebe Grüße von dem, den habe ich heute gesehen. Danke. Und auch der war ja auch voll so mit seinen ja. Jungs und so. Ja, aber ist heute wieder zurückgefahren. Und er war auch so einfach so mies, so am Start. Und ich weiß noch, als ich ihm das erste Mal das gezeigt habe, und es hat mir so krass was bedeutet. Das weiß ich auch noch, ja, dass du mir davon erzählt hast. Das hat mir so viel bedeutet einfach, dass so Leute irgendwie, die ich selber auch als Musiker schätze, aber auch persönlich einfach, mir da so viel Kraft gegeben haben irgendwo. Und dann war es mir auch egal, was für ein Standing ich irgendwie hatte. Und du hast mir dann, das habe ich auch eben gerade gesagt, auf deiner Tour, auf der Blautour, durfte ich ja auch in Hamburg und Berlin Minus live spielen, so, was ich auch krass fand. Das hat mich mies gefreut. So. Das ist voll lustig. Ich habe es vorhin gehört, als wir darüber geredet haben. Ist dein Mic raus? Bist du vielleicht irgendwie... Stimmt. Wartet, Leute! Bruder... Aber das ist... Warte mal. Warte, ich hab's doch schon. Okay. Hallo. Hört man mich wieder? Warte, jetzt müssen wir warten. Eins in Chat, wenn ihr mich hört. Nee, aber... Eins in den Chat, wenn ihr Lance wieder hört. Einfach seit ich Hallo gesagt habe, hat keiner mir zugehört. Wer ist dieser komische Junge? Was redet er? Eins. Okay, let's go. Okay, danke. Ich habe vorhin im Stream zugehört, als ihr darüber geredet habt, dass ich dich auf der Blautour... Ja. Blautour? Ja klar, kann ja nur Blautour gewesen sein. Da haben wir, was haben wir performt? Get the fuck up und Minus habe ich noch gespielt. Genau, und da habt ihr gerade drüber geredet, dass ich das so voll gefreut habe. Und auch hier muss ich einfach sagen, so, ich war so, ja, warum denn nicht? Also, warum denn nicht so, weißt du? Ja, so, wir waren ist, so dicke ist, oder du, sind so dicke, du, dass du ich weißt, einfach... Du weißt ja aber, dass es... Du kennst es ja von vielen anderen. Ja, ja, und Lev hat ja auch gerade gesagt, der so, ja, das ist doch nicht selbstverständlich. Und ja. Ich sitze halt da und ich bin so, doch, ist es. Punkt. Es ist selbstverständlich. Also es ist einfach selbstverständlich so. Weißt du, kommt doch. Ah, okay. Ich wollte Let's Go machen. es ist halt leider einfach ganz, ich will mich jetzt hier nicht als der krasseste, tollste Mensch hinstellen oder der freundlichste, beste Freund, aber es ist einfach so eine ganz einfache Rechnung. So dieses Digi, du hast das rausgehauen, ich glaube daran, hier sind Leute, du bist eh hier, spiel. Warum spielst du das nicht? Also, das ja, ist, nee, ist dope. Ich find's krass, wenn ich da sowas halt höre, wenn ihr darüber gerade redet und sagt so, ja, das ist nicht selbstverständlich und ich krieg diese Brücke halt oft nicht hin. Und darum kriege ich auch die Brücke vom Business-Verständnis nicht hin, warum ich ganz viele Leute in der Szene hasse, weil ich diese Brücke nicht schlage. Ich bin so, wie kann man das machen? Ja, du musst das ja auch mal so... Nein, das gibt keinen Sinn, weil ich halt eine andere Reihenfolge von Werten was das hat. Ja, finde ich gut, ehrt dich auf jeden Fall auch an der Stelle und wie gesagt, das hat mir sehr viel... so positive Kraft so gegeben für alles, dann war es ja so, auch der nächste Punkt war dann so diese Splashmack-Cypher. Ja, stimmt. Ja, da hast du ja, du warst ja angefragt für die Splashmack-Cypher. Das weiß ich auch noch, das war richtig lustig damals. Und hast dann ja geguckt, mit wem man das machen kann. Ja, die wollten mich. Die wollten dich die haben. Die haben gesagt, wir wollen den. Und ich war so, ja klar. Und dann aber ich mach's nicht mit jedem so nach dem Motto. Das Problem war, dass ich da saß und ich war so, ich kenne doch niemanden. Ich kenne doch niemanden. Ich fand Dizzy dope. Und hier kommen wir wieder, so eine ähnliche Geschichte wie mit Lukas und dir. Da habe ich dich damals angerufen, da warst du bei Credibil, Shoutouts genau. Hier. Und dann hast du gesagt, ja, ich bin hier bei Credibil. Und dann war ich so, ich weiß von dir, dass das ein gerader Junge ist. Ich kenne den nicht. Der stört mich auch nicht, ja. Überhaupt nicht. So, aber es war so, ich kenne den halt nicht. Ja. Aber ich wusste, der hat den Vorschuss von dir. Und dann war ich so, ich brauche eh Leute.
ja. lass doch machen. Und ja. hat sich rausgestellt, er ist ein dauper Junge. Ja, voll. Ja. Dann warst du auch einfach an demselben Abend auf seinem Geburtstag. Alter, ja, in dieser Shisha-Bar, ne? In dieser Shisha-Bar, ich war immer so, Happy Birthday, ich bin so, ich kenne ihn nicht. Du einfach auf seinem Geburtstag, wie du auch, ich weiß noch, wie ich dich gefragt habe, einfach aus Höflichkeit, ey, hast du auch Bock mitzukommen so, weil du bist ja. jetzt auch gerade in Berlin und keine Ahnung, normalerweise hätten wir heute abgehangen, aber ey, Kredibil hat halt Geburtstag, dann würde ich schon hingehen ja. und so. Weißt du, hast du nicht Bock mitzukommen? Und ich war einfach schon so, der sagt safe nein. Ja klar, ich bin dabei. Da war ich so, das passt nicht. Es gibt so ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich so bin, so. Zu dem. Also auch heute sitze ich, und ich war, also ich bin heute noch mal ein bisschen härter, was sowas angeht, aber auch damals bin ich so, das gibt so ein paar. Bruder, da wurde so mit 20 Achis saß einfach, Alter. Das war so geil. Mit so alle am Shisha blubbern. Ja, schon. So mittendrin so. Und was machst du so? Alter, das war so. Ja, ich rap auch. Ich hab mit denen heute was gemacht. So. Ah, wie heißt du als Rapper? Lance Butters. Nie gehört. Ist doch geil. Aber egal. Ich fand das eh geil. Ich fand es super, dass sie mich nicht kannten. Ich finde das super. Ey, das war auch einfach eine geile. Aber es war richtig cool. Also nur korrekte Leute auch. Es waren ja. nur korrekte Leute. Stimmt, das war sein Geburtstag, war die Aufnahme? An dem Tag der Aufnahme, glaube ich. Oder wir haben reingefeiert danach, glaube ich. Genau, aber da war doch auch wieder der Ding. Ich habe meinen Text fertig geschrieben gehabt. Mhm. Und am nächsten Tag hast du mir deinen Part geschickt. Ja. Und das ist wieder genau wahrscheinlich so eine Sache wie in Hamburg mit diesem Minus. Ja. Du hast mir den gezeigt und ich war so, ja klar, Reihenfolge ist ganz klar. Dizzy, Kredibil, ich und dann Alan. Und du warst so, nein, das geht nicht. Die haben dich doch angehört. Du bist so das Highlight. Ja, klar. Und ich war so, ja, aber du bist doch viel doper auf dem Part. Ja, das war einfach so dieses... Also ich habe dir damals, als du mir den geschickt hast, habe ich gesagt, Alter, ich bin so froh, dass ich gestern meinen Part fertig gemacht habe. Weil sonst hätte ich ihn jetzt... Ich hätte ihn neu gemacht, weil ich habe schon dieses Competition, aber diese gesunde Competition unter Freunden, wo ich so war. Was ich bei der Valley-EP sehr krass hatte. Ja, eben. Das ist halt genau das, dieses... Jetzt muss ich den zerstören, ohne dass ich... Nein, aber das ist einfach... Das ist normal, das ist auch gesund. Ich finde das voll okay. Genau. Das war ja bei der Welle so, als ich das gemacht habe, so war ich auch so, mit jedem Part war ich so, nicht so, ich will krasser sein als Lance, so. Aber ich war so, ey, ich weiß, was du kannst. Ich finde dich nach wie vor einfach als Rapper überkrass, so. Ich bin und schon heftig. Ja, Digga, ist er so. Sag ich einfach ganz ehrlich. Guck mal, die sehen mich jetzt nicht lachen und sehen einfach nur so, was hat der da? Ja, nein, ich sag's, ich kann mich sehen sie dabei. Deswegen, ich stehe sympathisch da, du als Wichser. Ja. So, voll okay, ist mein Stream. Jedenfalls, so, war ich da auch immer so mies auf diesem Competition-Ding, aber halt auf positive Art. Und jedenfalls war das auch bei dieser Splashmax-Cypher, war ich so, ey, neben den Jungs will ich einfach, dass die Leute, weil von mir erwarten alle Leute, die es sehen, am wenigsten. Ja. Weil die sehen, Dizzy kannten viele einfach nicht. Ja. Hat nichts zu verlieren, blöd gesagt. Ja. Bei Kredibil ist so, jeder weiß, der kann rappen, der ist auch voll in der Szene irgendwie von vielen so, oh, der Lieblingsrapper von den Lieblingsrappern war so gewesen, bla bla bla. Bei Lance ist so, ey, mögen viele auch nicht, vor allem aus der Szene nicht, aber dass der halt battlen kann, blöd gesagt, und so representen kann, das weiß man. So, dann ist da dieser Arzmiot, dieser Hipster-Idiot aus der neuen Reim-Generation mit seinem vermeintlich gefloppten Major-Album. Dein scheiß fliegenden Wahlen. Scheiß fliegenden Wahlen, nein. Aber so mit, keine Ahnung, Afro. Und, ja, ja, ne? Safe, ja, ja. Und ich safe. War dann noch so, ich werde jetzt hier ein Part hinlegen. Ja. War echt mein Anspruch. Ich war so, ich werde jetzt hier ein Part hinlegen, wo jeder von euch die Fresse drauf hat. Ja, das ist aber auch, das hat man, so. Also der Vibe ist so rübergekommen. Das war zu 100% war ich so. Ja, das ist auch richtig gewesen. Wenn das jemand hatet, dann nur, weil er hatet. Ja. Aber nicht fundiert. Nein, null fundiert. Und es war auch kann danach, Kommentare, bla, auch viele aus der Szene waren so richtig, boah, Digga, krass, ja. überrascht. Ja, ich finde das so, nicht erwartet. Ich finde diesen Move so nice, dass wir das damals gemacht haben. Das hat echt gut Klicks bekommen auch und so. Voll. Und es klingt jetzt wirklich, ich will mich hier nicht als so ein scheiß St. Martin hinstellen, so, aber ich habe mich einfach, also wirklich, ich habe mich einfach für dich gefreut. Nein, aber das ist das, was ich aber sagen will. So, ich meine, du hast es ja im Endeffekt so ein Stück weit ermöglicht, weil hätten die mich angefragt, hätte ich Leute aus meinem Umfeld gefragt, wahrscheinlich hätte ich dich dann auch gefragt, so. Aber ganz klar wäre gewesen, auch einfach damals vor allem war es ja so, Mann, du hattest viel mehr Klicks und was weiß ich, die Leute gucken das primär, weil sie deinen Namen gelesen haben, so. Und für mich war das dann erst recht so, okay, das ist hier gerade nicht meine Bühne, blöd gesagt, deswegen will ich doppelt so krass sein, weil ich Leute überzeugen will, die nicht vor meiner Bühne stehen, blöd gesagt, weil es noch mehr überzeugen nach dem Motto. Und deswegen war das eine Sache, die du mir da so straight up einfach, muss man einfach hands down sagen, ermöglicht hast. So, gerne, was? Hä? Gerne. Nein, aber ist halt ja, ich verstehe es, ich verstehe halt die Rechnung. So, ja, ja. Weißt du, das ist so,
Das habe ich damals echt sehr, 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 sehr krass geschätzt und einfach wirklich, wie gesagt, sei es das Blau-Album, sei es dann diese Cypher, das waren so Sachen, wo ich echt so war, Mann, krass, das freut mich voll irgendwie, dass du das halt so krass dahinter stehst und bla. Ja. Aber was hast du denn damals so ein Stück weit in mir gesehen, außer halt, na, du hast es gerade schon gesagt, so kreativ, bla, 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 dies, das, so. Und ich meine, wir sind ja jetzt so, wir haben ja nicht jeden Tag Kontakt jetzt so. Ne? Wir haben ja echt in letzter Zeit auch relativ wenig Kontakt. So, weißt du, was aber natürlich auch einfach, man, wir haben beide ein Leben so. Ja. Und natürlich, wenn man halt so straight up miteinander zusammenarbeitet, hat man ja so. Ja, das ist, das kannst du auch nicht vergleichen. Kontakt, ja, ja. Ne? So. Kannst du nicht vergleichen. Und hat sich daran, also wie betrachtest du quasi auch so ein Stück weit meine Entwicklung so ein bisschen als Außenstehender gerade? Also ich finde, also das habe ich dir damals schon immer gesagt, so ich habe jedem, ich weiß nicht, das habe ich bestimmt schon irgendwo auch im Internet drin gesagt, ich habe mir immer gewünscht, dass du den Erfolg hast, den ich hatte, weil ich ja so wenig Moves gemacht habe eigentlich. Ja, ist doch so. Ja, ja, ja. Bruder, also vorhin hast du erzählt, wie schlecht deine Tour lief. Ja. Und dann wollte ich so aus Spaß sagen, so, ja, da muss jeder mal durch. Aber ich musste da nie durch. Mhm. Ich kenne das nicht. Mhm. Ich habe immer vor Leuten gespielt, mindestens 100 Leute. Ja. Du hast auch in dem letzten Stream mit Lev gesagt, dass da irgendwo waren 50 Leute bei uns. Das stimmt nicht. Wir waren immer mindestens 100, das weiß ich. Immer. So, ich kenne das halt nicht. Ich habe aber von der Keine-Sorge-Mama-Tour gesprochen. Ja, ja. Da war, nie unter 100 okay, Leute. Egal, nie. Weiter. So, aber ist ja jetzt auch egal. Also die Sache ist einfach, dass ich das immer super inspirierend fand und immer so der Meinung war, so du musst einfach deine Aufmerksamkeit bekommen. So, fertig, aus. Und ich glaube, ich habe das nicht so krass zerdacht einfach. So, ich sehe es einfach, ich sehe, was du für eine Energie da reinsteckst und was du kreieren kannst und fand das einfach immer so dieses, checkt ihr das nicht? Checkt ihr das nicht? Seht ihr das nicht? Weil du aber halt auch die falschen Werte für das große Business hattest. So, weißt du, nimm mal Gut in der Nacht zum Beispiel. War immer so, das ist zu komplex. Die Hook nicht, aber die Parts, Digga, da kann die Susi in der Großraumdisco, die kann da nicht mitsingen. So. Ist auch das Outro, was dann noch kommt. Und das ist alles zu verspielt, wo ich dir aber auch immer gesagt habe, das musst du so ein bisschen runterfahren, diese Ausproduzieren-Ding so. Genau, aber das, keine Ahnung, Alter, ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil ich auch hier einfach eins und eins zusammengerechnet habe. So. Und wie siehst du die Entwicklung halt zu heute? Ich finde... Nicht mal so auf rein musikalischer Ebene. Ja. Ich habe es vorhin nämlich so vor allem dieses Arbeits... Das habe ich gehört mit Lev. Ja. Das finde ich absolut nicht gut. Also sowohl gesundheitlich. Ja. Also wenn man das kurz ansprechen kann, so ich mache jetzt Zeit. Was haben wir heute? Für Mai? Heute ist Mai. Morgens. Nee, also guck mal, bei mir ist es einfach ganz klar so, das war der Reibungspunkt, den wir immer hatten. Ja. Und ich bin super allergisch gegen dieses preußische, altdeutsche Denken, dieses Fleiß, ne, so der... aber verstehst du, diese Arbeiter-Generation, die Erfolg... Daran messen, wie viel du arbeitest. Genau, weil... Das ist nicht böse gemeint. Würde ich, also du siehst, dass es bei mir läuft. Ja. Immer wieder, wenn ich was mache. Ja. Und ich könnte jedes Mal, ich hätte nach Selfish, ich hätte nach Future Shit, vor allem nach Blau, vor allem aber auch nach Angst und jetzt auch nach Loner, immer nachfeuern müssen und können und hätte immer auf etwas aufgebaut. Ja. Ich höre mir seit Selfish an, der verpennt seinen Hype. Ich habe den Hype von Blau, kein Scheiß, 2019 kapiert. Ich wusste das nicht. Ich war so, scheinbar war ich da. Aber das ist nicht, weil ich ein verpeilter Kiffer bin, sondern ich hänge nicht in der Szene rum. Ja. Ich habe eine Maske. Mich spricht niemand auf der Straße an und sagt mir, Bro, du hier? So, de facto hat dir das auch kein großes Geld in die Kassen gespielt? Es hat mir kein großes Geld in die Kassen gespielt. Ich hatte meinen privaten Abfuck so, ne, habe ich ja schon tausendmal erzählt, Haftbefehl, Strafbefehl, bla bla bla, den ganzen Scheiß so. Nicht mit Haftbefehl dem Rapper. Nicht mit Haftbefehl dem Rapper, sondern mit Haftbefehl von Deutschland. So. Und ich hatte die ganze Zeit irgendwie meinen Struggle. Und ich habe das nie realisiert so. Okay, aber ich hätte jedes Mal nachfeuern können. Und ich schwöre dir es jetzt heute, würde ich jetzt was raushauen, könnte ich in einem halben Jahr was raushauen und ich würde wieder darauf aufbauen, weil ich, ich,
ich habe keine Hype-Zeit, die abläuft. So, weil ich bin einfach, klingt jetzt doof, aber ich bin eine Marke, weil ich einfach einen eigenen Stil habe. So. Muss man aber auch sagen, dass immer wieder thematisiert, heute erst wieder drüber gesprochen, eigentlich erstaunlich, weil du aus diesem VWT rausgekommen bist, ja, wo bei keinem das so ja war. Ja, aber so, ich bin auch der Einzige, der da was kann. Halt. Okay, ernsthaft, mal. Real Talk. Ich muss suchen. Ich weiß nicht, was warte, ich dazu passt. Irgendwas Krasses passt. Ich habe gar nicht sowas Krasses. Irgendwas Krasses. Nein, ich habe gar nicht sowas Krasses. So. Okay, der war ganz gut. Okay. Das ist Madness, ne? Ja. Ich bin der Einzige von diesen Leuten, der einen eigenen Style hatte, von Anfang an. Ja. Von Anfang an. Auch das habe ich nicht kapiert damals. Ja. Die Leute waren so, oh, du mit deinem eigenen Style. Ich bin so, warum? Wann? Weil ich einfach, ich gehe da nicht so marketingmäßig hin, so, okay? Ja. Aber dieses fleißige Ding, finde ich, das stößt mir immer so ein bisschen sauer auf, weil du hast vorhin auch erzählt mit Left, mit UFO und so. Mhm. Ich bin so, und jetzt, Bro? Und jetzt? Warst du fleißig, kriegst ein Fleischsternchen oder was? Deswegen, nein, es ist so, also wie viele Local Rapper, es gibt doch diesen, weißt du noch, es gab diesen einen Rapper, der auf Spotify 2000 Lieder hat, dieser Viper. Hat auch nichts gebracht. Hast du irgendwas von dem gekauft? Ja, gut, aber ne, das war ja auch einfach nicht gut. Aber weißt du, ich weiß auf jeden Fall, dass es oft ein Punkt zwischen uns war, wo es dann so Reibungspunkte gab. Das genau war dann zu der Angstzeit eher. Ja, genau. Zu die Welle. Nicht. Die Welle war ja. An. Die Welle, guck mal, also ich sag dir mal was zu der Welle, was du vielleicht nicht mehr weißt. Die Welle EP, wir wollten die EP war ja am Anfang nicht der Plan. Ja. Es war so, dass wir an die Keine Sorge Mama Tour gedacht haben. Ja. Und wussten, dass die so lustig war, die hat ja so Bock gemacht, dass ja sie gesagt haben, wir müssen echt mal wieder auf Tour. Ja. Eine Woche später schrieb mir mein Booker Steven, hey, willst du dieses Jahr auf Tour gehen? Ja. Ich hätte eine Kollabo-Tour gedacht mit einem Rapper, den ich jetzt nicht nennen muss. So. Oh, das musst du mir gleich sagen. Ich weiß nicht. Also ich habe kein Problem damit, ich kann es dir auch sagen. Also, jetzt willst hier hören? Stream? Ist mir doch scheißegal. Okay, so. Er hat damals SDK vorgeschlagen. Okay. Okay, ist jetzt nicht so, wow, what the fuck. Ja. Scheiß drauf. So, und ich saß so da und ich war so, Alter, ich hatte doch vor zwei Wochen dieses Gespräch mit Alan, wie lustig es wäre, wenn wir mal wieder auf Tour gehen würden. Jetzt schreibt mir Steven. Kollabo-Tour. Kollabo-Tour ist ein Ding, war auf einmal in meinem Kopf, war so, stimmt eigentlich? Ja. Weil es war ja klar, du brauchst nicht bei mir Support und ich brauch nicht bei dir Support, also Kollabo-Tour, cool. Und mit SDK habe ich ihm einfach nur zurückgeschrieben, ich sag so, hör mal zu. Ich kenne ihn nicht, das heißt, also ich gehe immer nach diesen drei Punkten so. Kenne ich ihn? Feiere ich ihn? Oder ich weiß ja was nicht, was der dritte Punkt ist. Ich kriege nicht so viele Anfragen. Ich gehe auf jeden Fall immer so nach so diesem, okay, was ist denn wichtig? Also irgendeine Basis braucht. Ich hoffe, die Donation ist dafür gekommen. Oh, bitte, Bruder, bitte. Nein, es sind drei Punkte, ich komme gerade nicht auf den dritten. Ich komme nicht auf den dritten Punkt. Leute, ich komme nicht. Das hasse ich an Twitch, das ist genau das. Nee, es sind nur positive Sachen. Okay, also ich komme nicht auf die drei Sachen. Auf jeden Fall bin ich immer danach gegangen. Okay, erstens, entweder muss ich ihn feiern. Mhm. Das sind die drei Sachen. Entweder muss ich ihn feiern, ich muss ihn privat kennen oder, jetzt habe ich schon wieder vergessen, genau, die Punkte waren, ich kenne ihn nicht, ich feiere ihn nicht, aber ich müsste ihn wenigstens feiern. Mhm. Das ist eine grobe Basis, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen. Gleichzeitig hatten wir dieses Gespräch und dann haben wir das begonnen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt auf Kollabo-Tour. Ja. Und dann haben wir aber gemerkt, was sollen wir da machen? Was machen wir denn da? Ja. Und dann haben wir im Januar oder Februar 2016, hast du so ein bisschen produziert. Ja. Und ich weiß, dass ich nichts hingekriegt habe. Mhm. Gar nichts. Nichts. Ja. Gar nichts, nichts. Ich hatte 4-5 Beats. Ja. Nichts. Nichts. Ja. Und dann Unter anderem war der Training-Beat dabei. Ja, genau. Da möchte ich noch was dazu sagen. Der Training-Beat regt mich so auf, weil ich habe seitdem, der raus ist, habe ich so einen Einstieg, so einen Vierzeiler in meinem Kopf. Wie ich da drauf... Ich hätte rasiert. Sag ich, wie es ist? Ich verstehe es nicht, wieso ich den nicht genommen habe, weil als der dann rauskam, das ist bis heute einer der Tracks von dir, wo ich so bin, so, Bruder, der ist wirklich, also auch ohne mich jetzt, so, ich sag ja nicht, mit mir wäre der geiler, um Gottes Willen, aber es war einfach so, der Track ist übelst geil. Und der Beat von Anfang an, ich war so, warum hab ich, bin ich dumm? So, warum habe ich den nicht genommen? So, oder warum haben wir den? Also, naja, ich habe ihn dir ja vorgeschlagen. Ich habe sogar eine Hook da drauf gemacht, die nicht die Training-Hook war. Ja, war ich aber weiß nicht gut. Ja, ich war, ja, die Training-Ding war schon besser. Aber ich weiß nicht, warum ich den nicht genommen habe. Auf jeden Fall habe ich nichts hingekriegt. Und dann habe ich dir im August, glaube ich, im Juli oder August, habe ich dir geschrieben. Ich sag so, Alan, hör zu, ich brauche neue Beats.
Ich krieg darauf nichts hin, was ja auch schon so nach 6 Monaten, ja. 5 Monaten komme ich irgendwann, Bro, wegen den Beats, ich brauche was Neues. Und dann hast du was geschickt und dann habe ich das alles innerhalb von, ich glaube, 5, 6 Wochen. Ganz kurz war das, ja. Final gemacht, ja. Weil es dann auf einmal gelöst war. Und dann lassen wir auch teilweise zusammen und du hattest dann noch so, einfach so, als du bei mir dann quasi warst, genau. Noch Parts geschrieben. Genau, so abends nach Hause gegangen, nächsten Tag gekommen, genau. So war das dann, genau. Und dann sind wir auf Tour gegangen. Ja, dazu, zu der Tour kommen wir gleich auf jeden Fall. Genau, achso, ja, genau, wir waren noch bei dem anderen Punkt, ne? Genau, aber also, was ich meinte, ist so diese Arbeitsmoral, weil ich weiß, dass mich damals immer mies getriggert hat, weil genau das war nämlich. Ich habe immer gesehen, mit wie wenig Einsatz ja. Du so viel gekriegt hast. Ja. Einerseits hat es mich natürlich immer gefreut, irgendwie, wenn irgendwas gut lief bei dir. Ja, so, ne? Weiß ich auch, ja. Aber gleichzeitig hat es mich immer ein bisschen getriggert, dass ich war so, Junge, ich bring Release nach Release nach Release nach Release nach Release raus. Ja. Mach hier was, mach da was, da Song, da was produzieren, da bam, da ja. Dies, da ja. Bla. Und ich sitze in einem Café und muss mir da trotzdem den Arsch abackern, so. Was ja. Mich ja auch nie gestört hat, da zu arbeiten, ne? Weißt du ja auch. Ich weiß, ja. Im Gegenteil, aber trotzdem, im Gegenteil sogar, es hat mir nie Spaß gemacht. Aber trotzdem war ich so, nicht mal so bewusst, so dieses, guck mal, der macht gar nichts. Aber es hat mich immer getriggert, ja. Aus einem Grund. Und zwar, weil du dich ja auch oft über deine finanzielle Situation damals quasi aufgeregt hast und ja. Es dich gestört hat. Ja. Und ich immer so war, dann mach doch mal was. Ja. Dann geh doch, entweder suchst du dir jetzt einen Job ja. Und hörst auf rumzujammern ja. Oder du releast einfach mehr und ja. Setzt dich einfach auf deinen fucking Hosenboden so und schreibst und machst ja. Und tust und bla, ja. Weil du brauchst nur einmal was releasen irgendwie und du hast echt viele Fans und bla und so. Du hast ja auch immer den Anspruch, nichts rauszuhauen, was irgendwie kacke ist. Das heißt, du würdest ja nicht mal irgendwie Scheiße raushauen. Ist so, Bruder, du verkaufst da Mucke, Merch, was weiß ich, was dope ist, was die Leute auch dope finden und ja. Zu Recht, ja. Dann mach doch einfach mehr davon und ja. Dann hast du auch mehr Geld. Ja, aber das ist die... Und das ist meine Arbeitsmoral einfach, die damals, und deswegen komme ich da jetzt auch drauf, das war damals sehr schwierig für mich so ja. Damit umzugehen, ja. Dass du so faul warst, ja. Straight up so, ja. Gefühlt faul. Gefühl, ja, genau. Und da kommen wir nämlich zu dem Ding. Damals war es bei mir nur für mich Faulheit. Ja, genau. Für mich warst du einfach nur faul. Ja. Was ich später, sehr spät, auch erst gecheckt habe, ist, ja. Dass es nicht einfach Faulheit war. Ja. Es war auch einfach dein, ja, sagen, also straight up psychischer Zustand. Ja, so. Auf jeden Fall. Also ich, also man muss, das sind zwei Sachen aufsplitten, meiner Meinung nach. Dieses, wenn man sagt, dass ich faul bin, also nicht, dass du das jetzt gerade gesagt hast und ich jetzt so eine Träne vergieße, so. Wird das, man auch nicht sehen. Also, ich finde, auf der einen Seite kannst du das eine nicht mit dem anderen kompensieren. Also du kannst nicht sagen, du haust raus und es geht voll durch die Decke, jetzt hast du Geldprobleme, dann hau doch mehr raus, weil ich der Meinung bin, mhm. Meine Musik, ich will auch gar nicht davon reden, dass sie durch die Decke geht. Vielleicht bin ich so der Underground-Star unter den Major-Gesignten so, weißt du, so, also irgendwie, das kommt schon an, aber natürlich nicht in dieser großen breiten Masse, aber es kommt deswegen an, weil ich die Musik mache, wie ich sie mache. Würde ich jetzt hingehen und sagen, jede Woche einen Track, würde man das in dem Track merken, weil ich bin so ein Typ, ich gehe halt krass auf Vibe, so krass, und ich kann 2 Wochen ins Studio gehen oder zu Hause sitzen auf einem Klappstuhl, wie ich blau geschrieben habe, in der Küche, die so breit war, so auf dem Boden, hier oben war so der Aschenbecher. Und du würdest merken, also ich merke dann, jetzt ist der Moment, jetzt schreibe ich etwas und du merkst den Vibe. Du merkst, jetzt bin ich im Vibe. Einfach das kompensieren mit sagen, das mache ich jetzt einfach öfters und ich schreibe einfach mehr, würdest du merken, hätte nicht die Attitude, die sie hat. Okay, das ist der eine Punkt. Und zweitens, und das ist der, nicht der größere, aber der, also der gleich starke, mein psychischer Zustand. Also nehmen wir jetzt mal, wenn wir jetzt so kurz vorspulen zu Angst oder sowas, wie du am Schluss auch und auch mittendrin, so wie viel du koordinieren musstest, war, weil ich psychisch am Arsch war. So, ich hatte gar nichts mehr. So. Also in meinem Kopf, so, es gab keinen Willen mehr, irgendwas zu tun. Ich war so, ich muss diese Platte rausmachen. Wenn ich etwas an dieser Platte mache, dann klingt die, wie die klingt. Du warst ja auch damals der Typ, der gesagt hat, Bro, so ein Battle-Track noch oder so. Du hast ja dann damals, bin ich ins Studio gekommen, relativ am Ende, hast du gesagt, hey, ich habe einen Beat produziert innerhalb von 10 Minuten und einen Hook drauf gemacht, diesen Gefahr-Track. Weil du wusstest, Bro, wir brauchen noch sowas, weil das wird immer tiefer. Also ich hätte noch mal 2-mal
also nochmal zweimal Marke Sein draufgepackt wahrscheinlich, so, weil das alles war, was ich hatte, so. Und ich glaube, das ist das Problem, also dass diese Faulheit auch einfach kam, weil mein Kopf jeden Tag gemerkt hat, so, warum soll ich jetzt hier schreiben? Morgen kommt wieder einer, stellt mir mein Internet ab, meinen Strom, meine Freunde schenken mir Essensmarken, damit ich mir Essen holen kann, so, weißt du? So, ich leih mir überall Geld. Lev, Shoutout, er sitzt drüben, ich schulde ihm immer noch 500 Euro. Die kriegst du, Bruder. Ey, ganz kurz, das muss ich aber jetzt kurz sagen, das ist das letzte Geld, was ich Leuten schulde. Mhm. Ich schulde Lev seit 2018 500 Euro. Mhm. Ich hab's nicht vergessen, er macht mir auch keinen Stress. Aber ich stotter nur ab und er ist der Letzte, wo ich sage, so, das muss ich noch überweisen. Ich kann's ihm jetzt auch geben, so. Könnte ich? Mache ich aber. Nein, Spaß. Also ich, ne? Aber damit ihr das mal versteht, so, ich bin einfach richtig, richtig am Arsch gewesen. So, was los? Ich hoffe, die Donations sind 500 Euro. Was? Was? Wirklich? Danke für all die wundervollen Songs, die mir in jeder Lebensphase weiterhelfen. Ihr zwei seid die Besten. Dankeschön. Er redet von uns. 25, Bruder, du musst. Ich rede hier gerade vom Geldproblem. Okay, geil. Nein, aber nein, ernsthaft, kannst du behalten. Alles gut. Das kommt jetzt? Was kommt? Bruder, das. Ja, dieser Stream, Alter. Voll geil. Genau, und das ist dieses Ding. Und bei Angst ist es natürlich super einfach zu sagen, das ist meine psychische Verfassung. Das zieht sich ja aber schon seit Jahren. Ja. Also, ne, so richtig, ich möchte jetzt auch nicht zu viel von mir reden, so, es geht um dich, so, aber so richtig realisiert, wie am Arsch ich bin, ist so letztes Jahr passiert, so nach der Loner-EP, dass ich gemerkt habe, meine Probleme lösen sich hier gerade. Ich bin nicht mehr beim scheiß Major. So, ich habe meine privaten Struggles. Ohne aber jetzt irgendwie ging es dir nicht besser. Mir ging es nicht nur nicht besser, mir ging es richtig scheiße. Ja. So, also Mitte letzten Jahres, nach der Loner kam ja auch super an. So, sehr gut, sehr gut. Und der Vertrag, den wir gemacht haben, der war sehr, sehr gut für mich. Wirklich. Aber du merkst auf einmal so, hey Digga, ich hab Sachen... Also, nee, mir ging es richtig scheiße. Und ich habe Sachen bekommen, so irgendwelche Endorsement-Sachen oder so. Das ist alles cool. Ich habe das ausgepackt, ich habe nichts gespürt an Freude. So. Ich habe eher fast geheult einfach, weil ich gemerkt habe, das ist nichts wert, diese ganze Geldscheiße und alles. Und bin halt jetzt so, ne, seit Mitte, Ende letzten Jahres so in Therapien, so ist auch alles gut. Mir geht's richtig gut. Nein, es ist alles okay. Aber das meine ich halt. Und mit mir da zusammenzuarbeiten 2018, aber da war es halt so klar, ich höre auf Platte, wie schlecht es ihm geht. Aber dieses Mindset hatte ich 2017, 16, 15, 14. Nur hatte ich da immer Gründe. Wenn du mich gefragt hast, wie geht's dir? Mir geht's scheiße. Warum? Major-Vertrag, das. Und nach lösen sich die Sachen. Ich habe keine Aufzählungen mehr. Wenn du mich fragst, wie es mir geht, sag ich, mir geht's hundsbeschissen. Warum? Keine Ahnung. Und dann realisierst du erst, Digi, du brauchst dringend Hilfe. Ja. Weißt du so? Ja, und aber okay, da zurück. Es war auch echt immer so, ne, wenn mich Leute auch gefragt haben, so, ne, da muss ich auch immer so an meine Freunde denken, die immer so, immer wieder, wenn wir irgendwie so, keine Ahnung, wenn ich dann bei dir war und wir so Angst angefangen haben zu machen oder wenn wir telefoniert haben oder whatever und ich ihr dann immer so erzählt habe, so, ja, ich habe mit Lance gesprochen oder ich mit ihm getroffen, wie geht's ihm? Ja. Das war immer der gleiche Satz, ja, so wie es Lance halt geht. Ja. Ja. So. Ja. Ich weiß, dass Errol, also Kribil, hat doch. Hat er Angst gehört oder nur ein Lied davon? Er hat so Angst schön. Komplett gehört. Genau, und dann hat er dich doch irgendwie angerufen und sagt so, ja. Geht's ihm gut, bist du gut da für den Jungen? Ja. So. Und ich verstehe das so. Ja. Weißt du, mir haben Freunde so als Freunde von Freunden, als ich Geburtstag hatte, waren so, hey, bist du bitte heute an dem Tag für ihn da, fahr vorbei und bla bla. Und ich saß immer da und war so, hä, was ist denn los? Aber ich war so, ja klar, Alter, ich war halt komplett... So. Ja, das war auch einmal als Shoutouts an Daxi auf jeden Fall. Daxi, Alter. Der hat mir irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber zu deinem Geburtstag hat er mir so am Tag davor oder am selben Tag geschrieben, ey, du weißt, Lance hat heute Geburtstag, so gratulierst du ihm so, vergisst du es nicht. Ja. Ach so, ja, klar. Und ich dann so, ja, natürlich vergesse ich es nicht, aber so krass, so weißt du. Ja, ja, so zeigt dem Jungen, dass er Leute hat. So. Das macht er ja nicht bei all den Leuten, die wir gemeinsam kennen. Ja. Das hat er nur über die. Ja, klar. So, weißt du? Und das ist krass irgendwie, ne? Das ist, und das habe ich aber auch echt sehr spät, was heißt realisiert? Wir haben ja so intensiv viel Zeit verbracht miteinander, während dieser ganzen Angstphase vor allem, aber auch schon die Welle. Ja, und davon, klar. Ne? Klar. Und das ist einfach so, ich wusste das immer, aber ich habe nicht gecheckt, dass dich das zum Beispiel arbeitstechnisch blockiert hat. Komplett. Weil für mich war Arbeit immer etwas, in das ich ein Stück weit auch geflohen bin, um quasi... auch zu kompensieren, das Ganze ein Stück weit, was mich ja auch beschäftigt und jagt irgendwie so. Das wurde dann zu meiner Krankheit so ein Stück weit. Ja.
Und ich habe nicht realisiert, warum du das denn nicht auch so machst. Weil, hä? Deswegen sind wir doch Musiker geworden, ja, um das auch zu kompensieren. Ja, aber es ging ja nicht mehr. Also ich war. Erstens ging es nicht mehr und zweitens ist es einfach so, nicht jeder funktioniert auch einfach so. Nee. Und ich finde, das ist auch etwas, was irgendwann hast du mal, in einem Interview hast du das, glaube ich, mal gesagt. Dass du diese, ne, genau diese Einstellung, dieses Blut, Schweiß, Tränen, so ja, ja, jeder ist sein. Alex Babian, Shoutouts. Ja, war es mit ihm? Ja, ja. Wo ihr darüber gesprochen habt, so über genau so dieses, ne, diese Einstellung, die alle immer dazu Erfolg und Arbeit und was weiß ich haben, so dieses, Digga, jeder ist seines eigenen Glückes Schmieds und ja. Erfolg ist nur, wenn du dafür auch kämpfst, ja, und so bla bla bla, dies und das. Was so ist, das sind Werte, die sind so schlimm, dass die einfach verkauft werden, so im Endeffekt. Und ich selber war auch Teil, ja, genau von diesem, genau, Mindset, ja, so ein Stück, ja, weit. Und habe Jahre gebraucht dann jetzt auch so, um zu checken, wie krass zurückgeblieben das ist. Ja. Weil so, was hat denn Faulheit und bla damit zu tun, wie es dir als Mensch irgendwo geht? Na, vor allem dieses, ja, du musst nur angreifen und das Ding machen, ist so, das setzt doch schon Motivation vor. Also das setzt ja schon voraus, du musst auf jeden Fall Energie haben. Ja. Und ist so, was, wenn ich die Energie nicht habe, geht deine Rechnung schon nicht auf. Ja, safe. So, genau. Wo sollst du sie hernehmen? Naja, aus dem heraus. Ja. Aber hä? Ja, es gibt ja immer Leute, denen schlechter geht. Ist so. Das ist eh, das ist der dümmste Satz. Ja, ja, aber. Sorry, also das ist eh so ein Satz, wo ich immer so, auch so. Ja. Als hätte ich kein Recht deswegen, weißt du, so dieses. Safe. Und weißt du, was auch immer meine Einstellung war, dir gegenüber, war immer so, worüber beschwert er sich denn? Weil ich war nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir so, bevor dann so Angst gemacht wurde, bevor auch wir auch die Welle gemacht haben, wo du dich ja auch schon immer beschwert hast darüber und bla, wo ich immer so war, so, worüber beschwert er sich denn eigentlich? Der haut eine Platte raus, verkauft damit zigtausende CDs, ja, und Vinyl und was weiß ich, hat Millionen Streams. Ja. Der geht auf Tour, die ist ausverkauft vom ersten bis zum letzten Date. Ja. Wenn ich jetzt eine Tour ankündige, ja, dann kann ich froh sein, wenn in jedem Laden 50 Leute stehen, dachte ich mir, ja, worüber beschwert er sich? Ja, über Dinge, die halt nicht mit Erfolg irgendwie. Ja, das checkst du natürlich in dem Moment. Ja, ja, nicht? Ich verstehe es, klar, natürlich. Ne? Und ich war so richtig so, hä, worüber beschwert sich der Junge eigentlich? Ja. Und ich habe das zunehmend dann auch gelernt, auch mit steigendem Erfolg meinerseits, ja, dass das überhaupt gar keine Probleme dann auch gelöst hat irgendwann. Gar nicht, Digga. Also ich denke immer so, Heath Ledger zum Beispiel, der, ja, war jetzt auch nicht, ich habe kein Geld, Superstar, ich bring mich um. So, der war halt, ne, der hat Millionär, einfach, Superstar. Der hat einfach seine Probleme so. Also ich will jetzt nicht reden, als ob er der einzige Typ wäre, so, aber es passiert doch. So Beispiel, ja, auch so. Ja, eben. Weißt du, ja, so, das ist, das löst überhaupt nichts so am Ende des Tages irgendwie. Und ich finde das auch schade, das ist einfach so. Und jetzt checke ich das auch, dass diese Werte so krass verkauft werden. So dieses du musst nur arbeiten, du musst nur, genau, arbeiten, dann wird sich alles lösen bei dir und bla bla bla. Ja, das ist halt das überhaupt nicht so. Also, ja. Auf Erfolgsding vielleicht, vielleicht kommt das dann an, weil du die Leute einfach hart genug dann penetrierst oder weil du halt durch, wenn man halt jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, du machst 15 Tracks im Monat, da wird schon einer dabei sein, der aufpoppt oder so. Ja. Weißt du, so danach kannst du natürlich gehen. Ja. Aber selbst dann, irgendwann merkst du es. Also nochmal, wie gesagt, bei Lona, das war so lukrativ für mich, ja, und ich schwimme überhaupt nicht im Geld, was bei mir einfach, das möchte ich ganz kurz herausstellen, bei mir läuft das nur lukrativ, weil ich mein Mindset oder meinen ganzen Anspruch an Materialismus und so runtergefahren, das stimmt, habe. So, ich will jetzt nicht so tun, als ob ich nicht Bock hätte, mal irgendwie 80 Euro Schuhe zu kaufen. Weißt du, da bin ich dann, ach, scheiße, ich schau mal drauf. Nee, aber ich lebe einfach in einer kleinen Wohnung so, ich habe kein Auto, ich brauche das alles nicht, weil ich lebe halt einfach, ne, ohne dass mir jetzt was fehlt, weiß ich einfach so, ich brauche nicht viel im Monat, so, ich brauche einen kleinen Und das Lohn. Hat sich auch mies geändert bei dir. Ja, ja, natürlich, klar. Weil ich ja weiß, dass es nichts gebracht hätte. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich am Boden war, wusste ich so, du kannst mir jetzt einen Koffer hier hinstellen. Ja, und hier ist das Problem. Das Problem ist nicht auf meinem Konto oder was weiß ich. Also mein Problem ist hier drin. Und darum war das lukrativ für mich. Das war jetzt keine Platte, wo man jetzt sagt, Alter, das hat jetzt hier Samra überholt. Weißt du? Auch streammäßig oder so. Aber ja, es war einfach für mein Ding so dieses, Alter, ich habe mich selber reduziert. Ich weiß, worauf es ankommt für mich. Und dadurch, ich kann super leben. Und super leben bedeutet für Leute, die sagen, den Job, den ich habe, ich bin ja immer noch Teil der Öffentlichkeit, das ist scheiße. So, ich mag das. Das war eine Donation. Aber auch das ICQ, ne? Nee, also das war ein Abo. Dankeschön fürs Abo. Kann schon sagen, wenn jemand donated hat, wenn du mir das Geld nicht geben willst. nee, aber das Ding ist einfach, dass ich das so runtergefahren habe für mich und jetzt einen Lohn habe monatlich, mir einen Lohn auszahle, der natürlich verglichen mit dem Druck, den ich habe, in der Öffentlichkeit zu stehen, das wiegt es nicht auf. Mhm.
Aber für mich ist das cool, weil ich kann ausschlafen, ich kann ins Bett gehen, wann ich möchte. Und ich kann schreiben, wie ich will. Und zu diesem Fleißding, was mich an diesem Fleißding halt natürlich stört, ist Kunst. Mhm. Wenn du Kunst machst, du schreibst am Montag einen Track, am Dienstag nimmst du ihn auf und nächste Woche Montag ist er online. Ich kenne das von mir, Bro. Jeden Track, den ich draußen habe, den jeder kennt, ich kann dir an jedem Track sagen, was ich heute anders machen würde. Und bis er rauskam und aufgenommen wurde und ich dir den vorgerappt habe, bin ich 5-mal drüber gegangen. Wenn du so arbeitest, von Montag bis Montag, hier muss er entstehen und hier muss er draußen sein. Du hast gar keine Zeit, irgendwie nachzudenken, ist das wirklich das, was ich hier sagen will, bla bla. Weil du halt nur nach diesem Fleißding gehst. Und davon bin ich einfach kein Fan von, weil ich glaube, für mich auch das beste Beispiel bin, dass wenn es um, weißt du, ich achte auf was anderes. Ich habe vorhin im Chat gesehen, irgendjemand hat geredet, was bringt das, wenn man dann Kunst macht, wenn man dann am Schluss Ketchup mit Nudeln isst oder sowas. Mhm. Mich so, Bro, setz doch Kunst nicht gleich lukrativ, also geht's da um Kunst? Wenn du einen Job brauchst und keinen Bock auf Nudeln mit Ketchup hast, dann geh arbeiten, aber mach Kunst. Aber sag nicht, ich nehme die Kunst, mach die zu einem Produkt und dann passt, weil dann machst du ja nicht mehr das, was du machen willst. Und darum, mir geht's halt in diesem Kunstaspekt einfach um andere Sachen und ich hätte wesentlich besser, ich habe auch während der Angstplatte, Digga, da habe ich Flammkuchen gemacht, Alter. Ich war auf so einem scheiß Dorffest, war hinten in der Küche gestanden und habe Flammkuchen gemacht für irgendwelche besoffenen, wurstfressenden Menschen. So. Ja, aber es war, Digga, ich hatte aus um 12 Uhr nachts, habe die Tür zugemacht, Schürze weggemacht, habe Alsan angerufen und habe gesagt, Bro, kannst du mir den ersten Schnitt zeigen? Hier, ich habe noch eine Idee für das und das. Und Alsan war, ja, ich habe das und das so und so gemacht. Ja, schick mal rum, es lädt gerade hoch, bis ich zu Hause bin, um 12:30, kann ich mir denn den ersten Schnitt angucken? Und dann am nächsten Tag habe ich wieder nach Bockwurst gerochen. So. Ne? Das geht alles, aber... Ich bin sehr allergisch, leider Gottes, gegen diese scheiß Schafferkultur. Ja. Auf der ganzen Welt. Ist aber auch zu Recht so. Genau, das habe ich aber nicht verstanden. Genau, aber weil ich einfach für mich selber ein gutes Beispiel bin, dass ich, bei mir läuft das. Also ich verkaufe gutes Merchandise so und alles in meinem Level, ne? Wir brauchen nicht reden so. Ich verkaufe gutes Merchandise, ich mache das gut, das läuft alles, weil ich eine eigene Marke bin und sage, das ist mir wichtiger, als auf der Bravo zu sein. Gibt es die Bravo noch? Keine Ahnung. Ich glaube ja. Aber verstehst du? So, das ist einfach so, ich habe für mich das gemacht, damit ich sagen kann, würde ich jetzt sagen, ich will auf jeden Fall 2 Autos. Bro, dann brauchen wir nicht drüber reden, denn ist meine Arbeit, meine Art zu arbeiten komplett falsch. Safe, klar. Weißt du? Und ich habe mich nicht selber reduziert darauf, aber darum bin ich natürlich so gegen diese, da sage ich dir halt auch, also wenn wir jetzt nochmal auf dich, ne, das ist halt mein Problem, wir sind beides Egomanen, was das angeht. Ich rede sehr viel von mir, du redest sehr viel von dir. Ich finde es nicht gut, dass du, nee, ich finde es nicht gut, dass du, dieses, ich finde, was du ablegen solltest, was ich glaube, dass es einfach nicht gut tut, diese Erwartungshaltung, ich mache so viel, warum kriege ich nicht? Das hast du oft in Texten. So, du hast so dieses 10 Jahre, ich habe es mir verdient. Torch hat auch viel verdient. Wenn du es so möchtest. Weißt du? So, da würde ich halt einfach so dieses, ich glaube, mach einfach für dich das Ding so, wie es für dich geil ist, ohne dieses, aber ich habe doch so viel gearbeitet. Weil so hast du auch sozusagen diesen Trigger entwickelt bei mir, dass du sagst, ich mache hier 3 Releases in einem Jahr oder 4 Releases. Aber weil ich natürlich auch in der Zeit erlebt habe, wie viel, viel geholfen hat. Absolut, absolut, ja, absolut. So. Und ich bin auch relativ überzeugt davon, wenn ich nicht ab Minus einfach mal so richtig in 6. Gang geschaltet hätte und dann Fullgas in Gegenverkehr reingemacht hätte. Ich bin relativ überzeugt davon, dass es dann auch nicht so geklappt hätte. Ja, so. Ja, es ist super schwer zu sagen. Hätte auch sein können, dass du in den 4 Releases nur 1 Release gemacht hättest, was aber Take Care gewesen wäre von Drake. Ist das ein großes Album? Ja, doch. Ist es? Ja. Ist es? Als wären hier noch 3 Leute im Raum. Ist es? Verstehst du? Also es kann alles sein. Bei mir hätte es auch sein können. Klar, Bruder. Also ne, hätte, wäre, wenn so am Ende des Tages. Aber ich beginne ja langsam auch das zu lernen für mich. Einfach. Ja, aber du musst es im Privaten nehmen. Und da geht es jetzt nicht um diesen Stream und um diese Dinge. Es wird wirklich, und das sage ich dir jetzt so von Freund zu Freund, so, Digi, du musst dieses Workaholic-Ding, das musst du gehen, Therapie, mach irgendwas. Also ich sage jetzt nicht, das ist die Lösung für alles, weil ich jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Überhaupt nicht. Aber dieses, du scheißt halt voll auf dich und auf dem Wildtrack. Das hat nicht direkt was mit dem zu tun, aber da sage ich schon, bald ist mein Körper von Krankheit zerfressen. Wir gehen immer davon aus, wir gehen zum Arzt, lassen unsere Blutwerte testen mit 10, 15, 20 und die sind immer top. Ja. Und du frisst Burger King
Und was habe ich mir immer gesagt mit 20? Der Körper kann das ab. Ich habe Bon gekifft, Alter, so komisches Bubbelzeug, wo ich nicht wusste, ob es ein Stück von einer Rolltreppe ist oder ob es wirklich Hasche. Wirklich, Digga, der ist schwarz vor Augen geworden früher mit 17, 18. Was war? Der Körper kann das ab. Und du arbeitest und arbeitest und machst das. So habe ich es doch immer gemacht. So habe ich es immer gemacht. Aber irgendwann mit 25, 26, 27 fängst du an so, Digga, ich habe schon wieder McDonald's gefressen, Alter, mir geht's nicht gut danach. Und du gehst immer um 5 Uhr ins Bett. Und irgendwann gehst du um 5 Uhr ins Bett und merkst, ey, der Tag, nachdem ich um 5 Uhr ins Bett gegangen bin, der ist einfach am Arsch. Und ich bin andauernd krank. Du bist eh andauernd krank. Oh, hat sich geändert. Hat sich geändert? Mies geändert. Echt? Ja, aber weißt du warum? Weißt du warum? Ja. Also, ja. Corona. Wir haben die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit Masken auf. Ja. So, ich bin auch schon seit 2,5 Jahren nicht krank gewesen. So. Ja. Ja? Aber was ich sagen will ist, du verlässt dich auf diesen funktionierenden Körper. Das ist der Post, den ich auch letztens gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja. So, das ist, ich bin es so krass gewohnt zu funktionieren, weil ich ja schon bald 32 Jahre lang funktioniere und auch verdammt gut funktioniere zusätzlich, dass ich einfach es gewohnt bin, dass es immer so weitergeht, dass ich für immer funktionieren werde. Ja. Und immer wieder habe ich zwar schon so ein kleinen Schlag so gegen den... Du hast vorhin erzählt mit deiner Gürtelrose. Ich kann das Bild gerne mal zeigen, Alter, wie lustig das aussah. Also es war nicht lustig, aber jetzt im Nachhinein, du hast überlebt. Das war so etwas, wo ich gesagt habe, oh fuck, Warnsignal. Genau, genau. Und es gab so einige Warnsignale in meiner Vergangenheit. So. Nimm auch die Sache mit Sam. Ja, so, klar, natürlich. Die für mich ein krasses, obwohl ich nicht sagen will, dass das der Grund war, die Arbeit oder so etwas, aber so, da waren wir halt alle so, lass uns mal besser auf uns aufpassen. Ja, safe, natürlich. Guck mal, das so und ja, wie gesagt, ich bin krass dabei, das zu lernen. Ich finde, du solltest das lernen und weißt du, so, du hast diesen Post gemacht auf Instagram, so, ich sag dir, so, ich war da kein Fan von, weil ich verurteile den Post nicht an sich, aber nochmal, ich gehe seit einem Dreivierteljahr zur Therapie, ich habe wieder Skaten angefangen, so seit September so und mache wirklich Me-Time und ich bin glaube ich, in den letzten 10 Jahren, wir haben jetzt 21, ich habe 2011 die Frank Castle rausgebracht, ich war noch nie in den letzten 10 Jahren so weit raus aus Social Media. Aus Social Media und vor allem aus Rap, Alter. Ich kriege nichts mehr mit und ich liebe, und ich rede von nichts mehr. Ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Haftbefehl verfolgt, so seine Promo, so, weil ich halt gehofft habe, so, ey, mal gucken, was da kommt, so. Ansonsten, ich bin raus, so. Seit einem Dreivierteljahr und dann postest du diesen Ding und ich bin so, Bro, ruf mich an, ruf Lev an, ruf Lukas an. Ich weiß, du tust dir da schwer, so mit uns darüber zu reden, so. Aber das Internet wird dir da nicht helfen. So. Klar, die sagen dann, oh, komm her, ne, schön und mach weiter. Die wissen das nicht so. Du musst genau, also nicht müssen so, aber du solltest, glaube ich, wirklich dieses Ding ablegen, dich selbst damit zu verbinden, viel arbeiten, so kennt man mich, so muss ich, Digga. Die ersten Leute, die dir dankbar sind, wenn du bei dir bist, so sind die Leute, die dich seit Jahren verfolgen, so. Das sage ich dir einfach so. Also, da, aber nochmal, ich möchte es jetzt auch ganz klar sagen, so, das ist natürlich für mich ein heikles Thema, so, weil ich halt einfach seit Jahren gefickt bin so, und seit einem Dreivierteljahr halt so, ich will jetzt nicht Selfcare sagen, so, aber ich mache schon Schritte so und gucke halt seit eigentlich nach Loner oder so einfach wirklich so krass so, worauf kommt es an? Gleichzeitig merke ich Materialismus, scheiß auf den, bla bla, brauche ich nicht, habe irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Firmen gehabt, kurz davor abgebrochen, weil ich gesagt habe, halt, cool, dass sie Interesse haben, ich will das nicht. Ich will es doch nicht, ich brauche das nicht. Auch so eine strenge Regel. So. Und wenn ich dann so einen Post sehe, natürlich so, war mein erster Gedanke so, was denkst du, wie viele depressive Selfies von mir auf dem Handy gibt? Mhm. Nicht eins. So, weil ich halt an mir arbeite. So, und ich hoffe einfach, dass du ja, für dich einfach auf den Punkt kommst, wo du das realisierst. Dir dankt keiner am Schluss dafür, wenn du irgendwie nochmal Gürtelrose bekommst und diesmal geht's ins Auge oder so ein Scheiß. Und dann sitzt du da, weißt du so. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, so, weil für jemanden wie mich zählt dieses Fleißding nicht. So, ist mir egal, so, ich sehe das nicht. So, ich finde, das ist nicht der Punkt, warum du, deswegen bist du, also nicht du, sondern jemand ist nicht gut, weil er fleißig ist. Bestenfalls ist er fleißig und voll gut. So. Und wenn du so einen Post machst, hoffe ich, dass du den Post irgendwann siehst, nicht heute, nicht morgen, aber in einem Monat oder so, und einfach drüber liest und bist so, das ist mein erstes Zeichen, warum ich auf die... Du wirst merken, dass es auch ohne geht. Du wirst merken so, krass, ich arbeite nicht mehr so viel und es geht trotzdem alles. So, ich glaube, du hast so ein bisschen so diese, du denkst, du hast die Erwartungshaltung so, oder die Leute erwarten das von dir. Oder...
Ich hab oft Angst, es mir damit zu verspielen, wenn ich es nicht mehr mache. So. Ja, genau, das hast du vorhin auch gesagt. Dieses. Ich hab halt Angst, dass wenn ich nicht mehr aufs Gaspedal das durchdrücke, ja, im sechsten Gang, dass ich einfach mein Ziel nicht erreiche. Ja. Was ich aber immer mehr realisiere, ist, dass dieses Ziel nicht existiert. Ja, und was ist, wenn das Ziel nicht eintritt, obwohl du Vollgas gibst? Nein, ich hab einfach realisiert immer mehr, dass es dieses Ziel nicht gibt. Ja, aber das Ziel, du wirst nie genug haben. Also nicht du, deswegen, sondern wir alle. Ja. Deswegen meine ich ja, es gibt dieses Ziel nicht. Ja, safe. Weißt du, es ist nicht so, ich muss von hier bis nach Hamburg fahren. Niemals. Und es ist einfach gesteckt. Ja, klar, es ist Hamburg. Niemals. Mein Ziel ist, das führt um die Welt. Niemals. Wir sind Menschen, Digga. Wir wollen immer mehr. Ich komme am Anfang an und fahre weiter. Und deswegen, ich drück durch und fahre. Und das realisiere ich mittlerweile, dass es so ist. So, Bro, Digga, das sind ich komme gar nicht an. Das sind kurze Endorphinschübe. Ja. Und deswegen zitiere ich da auch immer wieder, was du zu mir gesagt hast, mal dieses so, Bruder, halt doch mal auch an und genieß so ein bisschen mal die Aussicht und was du hast. So. Ja, klar. Weil du immer damit geredet. Du hast immer so, ja, ich mach das und das und das und das. Alles schön und gut. Und ich habe zu dir gesagt, und du hast verlernt, wie es ist, einfach mal abzuschalten. Ja. So, das ist einfach genau das. Weißt du, du hast immer gesagt, ja, bevor ich mich jetzt hinsetze und PlayStation spiele, kann ich auch Beats bauen. Dann habe ich gesagt, nee, du kannst dich nicht hinsetzen und PlayStation spielen. Das kriegst du gar nicht hin. Ich kann da hinsitzen, 3 Stunden, Digga. Und ich gebe einen Fick. Und nicht, weil ich ein Stoner bin und alles scheiße. Also, ich einfach so. Das hat damit ja nichts zu tun. Me-Time. Das ist jetzt wichtig. Es geht nicht immer nur ums Arbeiten, so. Weißt du? Und wie du sagst, das Ziel wird nicht. Das ist ein kurzer Endorphin. Du hast dir so eine teure Uhr gekauft. Bist du jeden Tag so wie verliebt? So jeden Tag so. Du bist die ersten Wochen. Du findest es nach wie vor geil. Ja. Ja. Aber Bro, das ist ein kurzer. Klar. Und weiter geht's. Was willst du als nächstes? Wird's bei der Uhr bleiben? Wahrscheinlich nicht. Wenn du einen großen Vorschuss bekommen wirst oder eine große Ausschüttung von einer krassen Tour, wird's die nächste Uhr sein. Und jetzt hast du ein Auto, das wird nicht immer das Auto sein. Wahrscheinlich willst du ein anderes Auto. Weißt aber, die Rechnung geht noch nicht auf. Aber irgendwann geht die Rechnung auf. Jetzt kannst du endlich das Auto kaufen. Dann kaufst du das Auto, dann gibt's auch noch ein anderes Auto. So, der hat dann das und das noch. Und das hört einfach nicht auf. Und darum bin ich so. Das Problem ist halt bei mir, was solche, so zum Beispiel auch Luxusgüter angeht, da weiß ich auch, wie dumm die sind. Ja. So, und stell das auch immer krass in Frage. Ja. Und es hat zum Beispiel sehr lange gedauert, bevor ich mir die so gekauft habe, weil ich das sehr hinterfragt habe, immer so, wofür eigentlich, wofür? Bin aber auch so, dass ich mir sage, so, ey, warum auch nicht? Mhm. So ein Stück weit. Warum sollte ich das auch nicht tun, so, wenn ich das jetzt einfach mag und Bock drauf habe, so ein Stück weit. Weiß, wie unsinnig Materialismus auf jeden Fall ist. Ja. Aber es ist so ein, guck mal, in mir, ich das ist so, so auf dem Album 3 Uhr nachts, da geht es auch relativ viel darum, oder was heißt relativ, es gibt sehr viel darum, um genau diese Diskrepanzen immer in mir drin. Ja, ich weiß. Die eine Seite, die sagt so, ey, wie dumm ist Materialismus eigentlich? Was macht ihr da eigentlich? Bla, bla, bla. Und die andere Seite, die ist so, guck mal, geile Uhr. Das finde ich lustig, dass du das sagst. Das dachte ich mir auch bei der Platte. Mhm. Und auch bei Haifisch und so. Mhm. Du droppst Lines, was, gegen AP? Über eine AP? Ja. Und dann denke ich mir so, auf der anderen, bei 3 Uhr nachts, bei dem Track, flexst du dann wieder. Ja. Wo ich so bin, ich kenne diese Geister. Ja. Und ich möchte es auch hier wirklich ganz klar sagen, so, ich glaube nicht, dass ich das Leben kapiert habe oder dass ich jetzt was Besseres bin, weil ich irgendwie so mehr in mir bin oder so. Und überhaupt nicht so. Ich kenne diese Scheiße, dass ich sage so, ja, das und das. Und wenn du mich genau dazu befragst, ja, aber du sagst doch auch das und das. Ich kann dir sagen, mich interessiert Rap nicht. Und dann sitze ich da und schreibe irgendeinen Track, der gegen Rap geht, dann bin ich so, wenn es dich nicht interessiert, wieso? Warum schreibst du? Ne, das sind diese zwei Dinger so. Ich kenne das alles so. Aber das habe ich mich bei der Platte auch gefragt. Weil ich so dieses, willst du jetzt flexen und einfach den Scheiß mitmachen, den UFO und diese ganzen Leute machen mit diesem Flex? Mhm. Klar, du bist auch ein Kind des Raps, sage ich jetzt mal. Safe, klar. So, ne, natürlich. Ich stehe auch einfach auf den Scheiß. Ich so straight up. Ich sage das ganz klar gerade. Ich weiß. Ich stehe einfach auf den Scheiß. Ich weiß. Aber wichtig ist, dass du kannst auch noch 20 Jahre auf den Scheiß. Ja. Aber denk nicht, dass es die Lösung ist. Nein. Für deine innere Ruhe. Nein, so, aber weißt das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, das weiß ich auch. Ja. Dass es nicht so ist für mich, so zum Beispiel mir so etwas dann zu kaufen. Oder, ne, das gibt mir, und ich weiß auch in dem Moment, in dem ich es tue, dass es mir nicht irgendwas
ein besseres Gefühl gibt oder so etwas. Oder ich sage so, oh, jetzt habe ich aber das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen. Ja. Oder geil, jetzt habe ich was zum Angeben oder whatever oder bla. Und ich weiß auch, dass es mich nicht besser macht oder so etwas, weißt du? Aber ich mag es auf jeden Fall, mich selber dann hier und da irgendwie zu belohnen, auch ein Stück weit. Verstehe ich, ja. Gleichzeitig bin ich natürlich aber auch so, Hauptsache es ist nicht über die Verhältnisse hinaus. Ne? So, dir geht's ja gut. Weißt du, es ist so, nicht, dass du einen Kredit aufgenommen hast. Nee, und sagen, dass ich muss aber doch flexen, Sparkasse, könnt ihr mir den Kredit nicht geben? Und aber ne, so, mir geht es auch nicht darum, irgendwie, dass ich so viel Acker, um so etwas machen zu können. Ne? So, das ist nämlich genau das Ding, was ich auch realisiert habe. Es geht nicht darum, dass ich so viel arbeite, um mir das zu leisten, um zu sagen, ich bin bekannt, weil ich Bock habe, auf der Straße erkannt zu werden, weil ich viel das will und jenes. Ich will nicht auf Magazincover, ich will nicht das, ich will nicht viele Streams und was weiß ich. Ich habe gemerkt, dass diese ganzen Sachen, diese oberflächlichen Ziele, mich überhaupt nicht irgendwie satt machen am Ende des Tages. Ja. Diese Arbeitskrankheit, dieses Workaholic-Sein, ist nichts, was damit zu tun hat, was oberflächlich zu sehen ist. Das ist keine Ahnung, was es ist. Ja. Aber das musst du halt rausfinden. Also, das ist wirklich etwas, das ich dir nicht beantworten kann, woher das kommt. Und das ist safe sehr gutes Material, um damit zu einer Therapie zu gehen. Safe. So, ne? Weil ich das auf jeden Fall herausfinden muss. Ja, das musst du. Und du musst dich halt leider einfach, Gottes, dich als Privatperson, Tobias, der du ja bist, du musst dich einfach an, so lästig, so cheesy, ne? Aber du musst dich halt einfach an erste Stelle stellen. Einfach mal, und wenn es für ein Jahr ist, und dich damit eingrooven und nicht immer wieder da reinfallen. Weil ich glaube, gerade dieses Workaholic-Ding, so kenne ich nicht, ne? Bin eine faule Sau. Aber das ist halt, Digga, das ist halt antrainiert über Jahre bei dir. Mhm. So, und ich weiß noch, ne, Goldfischglas, so, wir haben da letztens noch Witze drüber gemacht. So, es war eine Zeit lang, dass Alan, wann waren das? 2000, ich meine, da haben wir, glaube ich, die Welle gemacht. Die Welle. Relativ sicher die Welle. Da hast du ja schon deinen, hattest du da schon deinen 4-Alben-Marathon? Oder war das danach? Das war währenddessen. War ja das dritte quasi. Genau, und da saßen wir bei dir und du bist ja schon ein organisierter Typ, so, du schickst auch PDFs hierher, so. Das ist so geil. Aber du sitzt da an deinem PC, das war MacBook schon, ne? Scheiß drauf, auf jeden Fall sitzt du da so und ich sitze hier hinten und du sagst so, bla bla, hier den Beat und so. Und sag ich, was für ein Beat? Habe ich dir den Beat nicht gezeigt? Nee, warte, dreht sich um an seinem Bildschirm, geht so runter zum Finder, kommt eine Mail, Blick geht hoch zum Mail. Liest die Mail durch, antworten und schreibt 5 Minuten eine Mail. Und ich sitze und bin so, Bro, ja, was ist jetzt? Was soll sein? Goldfisch, weil du überarbeitet bist. Das war nicht immer so, das kannst du mir nicht sagen, wenn du das jetzt sagst. Mein sehr guter Freund Pshemek, PHZ, Shoutouts an der Stelle. Shoutouts. Der ist ja Psychotherapeut und der hat mir irgendwann mal, wir haben letztes Jahr darüber sehr viel gesprochen, so über so Energie und Kraft und bla bla bla, noch für Sachen, so Motivation, Energie, bla 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 haben. Und da hat er gesagt, das, was bei mir ein großer Punkt ist, und das ist bei sehr vielen Selbstständigen vor allem so, aber generell bei Menschen, dass die meiste Energie dafür aufgebracht wird, nicht die Arbeit und die Aufgaben an sich zu erledigen, sondern Aufgaben zu switchen. Ja. Es kostet den Menschen im Kopf so viel Energie, eine Aufgabe zu ändern. Beispielsweise eben genau das. Ich bin gerade mit dir im Studio, ich will dir ein Beat zeigen. Plötzlich in die Rolle eines quasi Managements oder sowas zu switchen, der dann eine Mail beantwortet, kostet ultra viel Energie. Du hast komplett rausgezogen aus dem Tunnel, in den Tunnel. Das ist wie wenn du krass in eine Richtung läufst und dann ganz schnell umdrehen musst. Ja, aber das kriegst du ja nicht im selben Tempo hin. Ja. Es kostet sehr viel Energie anzuhalten und loszuspringen, die andere Richtung zu drehen. Ja. Das kostet mies viel Energie. Und das hat er mir so gesagt und seitdem hinterfrage ich das auch extrem viel. Und seitdem beispielsweise, wenn ich Sessions mache oder so etwas, ist mein Mail-Programm aus, mein Handy auf stumm, so, also nur quasi zu erreichen für die 2-3 wichtigsten Kontakte. So. Für mich halt. Und für dich natürlich auch. Tatsächlich bist du auch drin. Aber so für die wichtigsten Kontakte. Und ich bin raus. Ja. So, weißt du, ich mach nichts. Und teilweise hatte ich das dann auch so, dass ich zum Beispiel eine Session dann am Release-Tag von einem Song oder so etwas von mir hatte, wo ich eigentlich an dem Tag
am besten die ganze Zeit poste, ja Mann, hier, ich bin da, ah ja Mann, hört meinen Song und bla, repost, 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 ja. Bam, bam, bam. Wo ich dann so dann aber die Zeit halt nicht dafür hatte und ich habe auch gesagt, ich mache das heute nicht. Ich habe hier eine Session und ich bin nur hier. Ja. So. Ja. Ich kann das morgen machen. Ja. Wo ich dann aber im Nachhinein gedacht habe, so, fuck, vielleicht wäre der Song besser gelaufen, wenn ich an dem Tag, es ist aber einfach Quatsch. Ja. Und das habe ich immer mehr realisiert, dass dieses Aufgabenswitchen auch Gift ist Komplett. Und dass ich, egal wo ich bin, versuche, dort zu sein. Ja. Wenn ich zum Beispiel auch zu Hause bin und mit meiner Frau bin, so, dann bin ich da. Ja, das ist halt super versuche wichtig. Ich, ja. Kann ich nicht immer einsetzen und zu 100% umsetzen. Das ist Fakt. Und ich arbeite da so krass an mir und das ist sehr, sehr schwer für mich. Ja, vor allem aber jetzt noch mal mehr, weil die Promo dir jedes Mal zeigt, du musst halt auch am Start sein und die ganze Zeit fragst du, hättest du das vielleicht einen Tag später droppen sollen oder eine Stunde später? Aber ich bin da echt ein bisschen, ich bin da echt konsequenter geworden. Beispielsweise gehe ich auch nicht mehr mit meinem Handy ins Bett so. Mein Handy liegt im Wohnzimmer, wird angestöpselt. Das ist gut, das ist gut. Ich gehe Zähne putzen, mein Gesicht waschen, mich fertig machen, manchmal noch ein Bad nehmen, bla. Das Handy ist schon nicht mehr bei mir. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich gehe ins Bett, mein Handy ist nicht mehr bei mir. Ja. Am nächsten Tag stehe ich auf. Ich gehe nicht ans Handy sofort, sondern gehe in die Küche, trinke mein Glas Wasser. Das ist gut, genau. Dann gehe ich los und das dann erst, wenn ich im Studio bin, gucke ich das erstmal aufs Handy. Und das ist manchmal erst um 10, 11 Uhr, obwohl ich schon seit 7, 8 Uhr wach bin. Das ist gut. So, also das sind so Kleinigkeiten, die ich gerade... Ja, damit ziehst du so ein bisschen dein Burnout raus, sag ich jetzt mal. Ja. So, das ist aber voll wichtig auch. Ja. Aber ich glaube, du musst halt echt mal deinen Kopf... Also ja, 100% ich muss ich richtig defragmentieren, Bruder. Vor allem, du erzählst ja auch auf deinen Tracks, hier und da warst du, aber ich weiß ja natürlich auch so deine privaten Geschichten so von früher, so ne, Family, dies, das, bla, bla. Bin so, Bro, ich kann's dir sagen, das geht nicht einfach so vorbei. Nein. Das ist auch, weißt du, ich war auch immer so, ich weiß halt über meinen Scheiß Bescheid. Ich habe dir immer erzählt, was bei mir alles passiert. Und dann denkt man, ja, ich realisiere es ja. Und ist so, ja, Bro, dann gehst du mal zur Therapie. Und die sagt dir halt so, ja, cool, dass du das weißt. Aber was macht das mit dir? Und wie weichst du den Sachen aus? Oder was für Sachen hast du in deinem Alltag auf das bezogen? Und du merkst auf einmal so, ja, krass, ich habe mich jahrelang darauf ausgeruht, dass ich weiß, dass das und das ja scheiße ist. So, ne? Also, ne, ich möchte jetzt hier, wie gesagt, nicht als ne, ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Was war das? Das war nochmal ein Abo. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die ganzen Abos und Donations an der Stelle. Lass uns mal zum nächsten Punkt gleich switchen. Gerne. Da kommt Lev auch nochmal hier rein. Wir würden dann jetzt auch mal in die nächste kurze Pause schalten. Genau. Bleibt auf jeden Fall dran. Gleich sind wir hier mit Lance und Lev weiterhin quatschen. So ein bisschen auch über die Tour, die wir hatten. Über die Welle-Tour und bla und die Zeit darum. Und bleibt auf jeden Fall am Start. Dankeschön für die zahlreichen Zuschauer, Dankeschön für die Abos, Dankeschön. Bla. Supportet den Channel gerne weiterhin. Hier gönnt euch Vorbestellung vom Album 3 Uhr nachts. So, zack. Voll geil, ich finde das die Technik krass. Und dann sehen wir uns gleich wieder.